Ja. Snobby Sven wieder, wer kennt die nicht? Und dann kommen noch 30 Euro Bearbeitungsgebühr dazu. Dabei sauer. Echt? Ja, 30 Euro nur wegen ein paar Zettel hin und her schicken. Ja, sorry. Hast gefragt, ob man Payback-Punkte sammeln kann. Alter, aber ich war dieses Jahr auf Polizei oder so. Hab ich mich gefragt, warum haben wir so einen Scheiß überhaupt? Das sind halt Hater, ne? Mhm. Und hab ich auch am Ende noch gesagt, ja, ich möchte gern kacken. Du hast jetzt echt den Namen Daddy Merik da hingeschrieben, Janik. Ja, klar. Alter, die denken alle, ich wäre so ein Pedo oder sowas. So, wir sind ja jetzt schon live. Was ist das denn jetzt auf einmal? Ja, klar. Wie, wir sind live? Ja. Wann das denn? Ja, ja. Seitdem du gesagt hast, du bist K. Oh, welche... Ja, geil. Ah ja. Ich will gerne auch so einen Timer haben, wie in jedem Aufnahmestudio. Ja, kommt da auch mal so. Wie bei hier, ARD, kommt ja auch dieses Ding. Kein Ding, ist ja eher eine Glocke. Ding dong. Achso, ja. Ja. So. Ding dong, die Ex ist tot. Wir haben heute mal was anderes als sonst geplant. Sonst ist ja immer gegeneinander. Und ihr habt ja alle gesagt, Sven war zu krass. Deswegen habe ich mal gedacht, komm, spiel mal mit Sven zusammen. Sven hat für die Antworten bezahlt. Das hat einfach das Skript vor sich. Deswegen so nach, spätestens immer nach 15 Minuten sagt Sven auf einmal immer die Antwort. Fällt ihm gerade so ein. Ja. Genau, wir spielen heute ein Game, was ihr zusammenspielen werdet. Dann gucken wir mal, wie viele ihr vielleicht heute erratet. Und dann kann man ja gucken, wie, dass man dann beim nächsten Mal vielleicht den Rekord brechen kann oder so. Mal schauen. Kriegen wir 500 pro richtige Antwort, ne? 500 Euro, war richtig? Von Sven, ja. Oh. Für den, für den sind das ja Münzen. Ja, wir spielen sowas wie genial daneben. Ich habe Fragen an euch und ihr müsst versuchen herauszufinden, was dahinter steckt und will die beantworten. Ich weiß natürlich immer genau, aber natürlich könnt ihr auch so Fragen stellen, ob ihr euch im richtigen Bereich gerade befindet oder sonstigen Kram. Ja, ein bisschen nett bin ich ja. Manchmal. Ein bisschen, ne? Also ein paar Sachen, die sind ein bisschen leichter, ein paar Sachen, die sind ein bisschen schwieriger, aber ich meine, ihr seid ja krass. Ne? Kriegt ihr ja. Ja, klar. Ja, und vor allem. Ihr drei könnt zusammen jetzt da versuchen, weiter rauszufinden. Das ja. Ich muss bestimmt neue Fragen in der Zeit noch raussuchen, weil er einfach da durchrusht. Ey, ja, aber safe. Ich hab mein Mikro wirklich angelegt. Hast du ein Mikro angelegt? Mikro angelegt? Ich wollte so tun. So richtig schön lassiv, oder was? Guck mal, das ist die falsche Plattform hier. Ja, das merke ich ein bisschen anders, ja. Ja. Nächstes Mal mache ich extra so für in OBS so eine Werbebanner hier unten bei mir rein, so einfach irgendwie so Kacke reinschreiben, so Fake News oder sowas. Einer meiner Dozenten ist jetzt in die Zeitung gekommen, weil er so ein krasser Regime-Gegner ist. Welches Regime? Hey, was? Russische oder was? Nee, der Regime Merkel und so weiter. Der schreibt so, der ist so seine eigene Seite, wo er so. Ja, geil. Der wird auch schon verklagt und so weiter. Also, der hat es wild. Ja, klar. Hat halt so passiert, ne? Naja, der ist auch in der Vorlesung, erzählt auch, dass Corona Fake News ist. Oh, okay. Was war so im Studium mal, ne? Klassiker. Hat doch aber beim Dozenten doch nichts verloren, oder? Ja, das ist das Problem. Also, jetzt mal im Ernst. VWL-Lehrer sind immer suspicious. Ja. Warte mal, Volkswirtschaftslehrer, ne? Ja, ja. Bei mir war das die Rechtstante. Also, wir haben ja deutsches Recht gehabt und die hat auch gesagt, das ist Fake News. Also, die war gegen das Impfen und so und wir haben gesagt, wir wollen Unterricht haben und jetzt nicht darüber reden. Die wollte uns das echt ausreden oder so. Bescheuert, ey. Naja. Na. Haben wir jetzt noch eine der Fragen beantwortet? Ja, das war erster Punkt geht an dich. Also egal wie viele Punkte, du hast einen mehr als die anderen beiden. Ja, Sven. Pal macht sich halt zwischendurch nackig und rennt einmal durchs Haus. Ja, eben. Das geht halt nicht on Stream. Okay, ja. Ja. Kann ich an die in diesem Stream. Und die Pal.
Ja, in dem anderen werde ich halt besser bezahlt dann auch. Oh, lieber. Dann warten wir noch kurz, bis Paul wieder da ist. Ja, ich sitze am PC, ich bin Kameras gerade. Achso, okay, dann. Genau, ich habe jetzt aktuell 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen. Habe ich aktuell in meinem Dokument. Na, mal gucken, ob ich neue Fragen raussuchen muss. Bin ich mir gespannt. Hauptsache, er schreibt Mehrzahl Freundinnen. Freundinnen? Was? Das ist jetzt mehrere Freundinnen. Der Basser. Und WG. Ach so, Basser, ja, ich hab ja schon gesagt, Rausmann. Abend. Ah, ja, Fall macht sich hübsch. Das ist sehr gut. Na, wir spielen halt was wie genial daneben. Ungefähr. Ich hab's schon 4 Stein genannt, weil ein Stein natürlich und wir sind 4. Krassen. Das ist jetzt schon wieder zu komplex. Voll okay. Na. Wollt ihr erstmal einen leichten Start? Also in Anführungszeichen leichten Start oder soll ich aber von oben nach unten durchrennen? Wie seid ihr gerade so drauf? Mach mal. Mach mal einen leichten Start. Doch, einen schönen leichten Start zum Reinkommen. Okay. Für Selbstbewusstsein. Alles klar. Wie letztes Mal. Sehr gut. Ja klar. Seid ihr denn bereit? Mhm. Gut, ja. Die erste Frage, die ich an euch habe. Was passiert, wenn man im Weißen Haus an einer mobilen Holzbox auf den roten Knopf drückt? Roten Knopf? Dann kriegt man einen elektrischen Schock. Das ist so ein Joke-Ding. Wenn da Gäste kommen oder was, dann kommt da der Präsident immer raus, hat er die Box und sagt, drück mal drauf, passiert was voll Geiles, dann kriegen die so einen elektrischen Schock. Das hat Trump eingeführt damals. Als erste Amtshandlung. Das war so ein Jokester. Das weiß man nur nicht. Ja, aber wenn Trump das eingeführt hat, dann müsste das auch eigentlich so mit Diamanten besetzt sein, oder nicht? Also, Janik, das ist eine mobile Box. Steht da irgendwie random rum. Die kann man verschieben oder ist roter Knopf drauf. Genau. Das musst du vorstellen, keine Ahnung. So. Du hast eine Fernbedienung mit roten und da ist ein fetter roter Knopf, aber nur. So ungefähr kannst du. So. Okay. Ja, da geht die Sprengleranlage vom Weißen Haus an, damit die Wiese bewässert wird. So ist das. Nee. Wir hatten da Zugriff drauf. Die ist theoretisch für den Präsidenten bestimmt. Ja, wird im Kaffee gebracht oder so, keine Ahnung. Oder die Tanzbierchen kommen. Käffchen. Köffele. Ja, gut, das Offensichtlichste wäre jetzt, das ist irgendwas zur Sicherheit. Der drückt den Knopf drauf und dann, keine Ahnung, wird der da verbunkert oder sonst was. Oder dann öffnet sich da eine Wand für ein Safe Room oder sonst was. Ja, aber das wirkt ja jetzt nicht so. Ja, eben, das wirkt ja jetzt auch nicht so, als würde er das die ganze Zeit mit sich rumtragen. Na, genau. Wie groß ist das Ding? Aber es ist ja einer von euch war schon nah dran. Mit der Sprengladlage oder Kaffee. Das sind die Tanzmädchen. Nimm mal ein Käffchen. Dann kommt ein Bediensteter und bringt ihm was. Genau. Oder fragt er so. Ja, okay. Leichter Start. Ist den Präsidenten bestimmt und wenn der Präsident halt da drauf drückt, kann dann Butler da dich rufen und. Oh mein Gott, das ist bestimmt diese eine Kugelschreiber, mit dem der Präsident alles unterschreibt am Ende. Dafür ist der Knopf. Bei Trump war das zum Beispiel, wenn er den roten Knopf gedrückt hat, dann kam eine Flasche Cola. Der Lifo. Okay. Bei Obama war es zum Beispiel Tee. Lol. Ah, easy, gut. Krieg ich auch so einen Knopf. Ach, wir haben es schon gelöst. Ja, klar. Mirko hat einfach den ersten gelöst. Easy. Hallo Mirko. Ach so, Mirko, lol. Mirko einfach krass. Ja, okay. Mirko, wir sind jetzt live auf Twitch übrigens. So. Wir sind in der Spielshow gerade. Du bist Vater geworden, Mirko, ernst? Übrigens. Ne? Ja, das ist immer noch schwierig zu realisieren, aber es ist schön. Deswegen steht übrigens auch Daddy Mirek. Ja, nicht wegen anderen Sachen. Ja, schon mal stark. Dann habe ich nur noch 7 hier. Ja, wenn du mit dem Tempo weitermachst, muss ich wirklich noch Sachen machen. Also, ja, als ob das echt so ein Knopf war, dass die irgendwas kriegen. Also. Sehr, sehr stark. Gut, dass wir nicht gegen Sven spielen. Bin ich sehr zufrieden. Bei Mirko, oder? Ja. Nein, wie sagt die Baerbock immer? Gemeinsam. Ja. Weil das Team. Sagen, ich raste aus. Fürs Team, ja. Fürs Team, Team Rot.
So, dann gehen wir jetzt mal nach Polen. Hm. Lass es auch schön sein. Okay. Und zwar. Das war kritisch. Wann wird man im polnischen Dorf Mistitz mit einem Straßennamen beschenkt? Mistitz. Ja. Also wie ja, du einfach mit Z. Wenn du eine Flasche Wodka leerst oder so auf Ex. Hm. Also da passiert was und dann kommt wird dafür als Belohnung Straßenname beschenkt. Wie viele Straßen haben die denn überhaupt? Eine. Ja, weil irgendwann hast du keine Straßen mehr und dann müssen die auch immer für jede Person dann noch für eine neue Straße bauen. Janik, muss man da was für machen oder es passiert durch einen bestimmten Moment? Ja, du musst schon was machen, quasi. Aber keine also man muss sowas Flasche Wodka lernen wie Ehrenbürger oder irgendwie sowas, also so einen Titel quasi haben. Keine Ahnung, ich glaube, das kann jeder werden. Ich glaube, du kannst das selber auch machen. Du fährst dahin und kannst das bestimmt machen. Ja, aber hat das denn schon mal jemand gemacht? Haben, das ist schon passiert. Das ist schon passiert. Und was haben die Leute denn gemacht? Eine Katze vom Baum? Ja, das ist ja ich lese auf die Antwortfolge. Dann haben sie es gelöst. Da kommt ja drauf. Also, ist das immer dasselbe, was man machen muss? Oder kannst du das durch verschiedene Sachen? Das ist eine bestimmte Sache. Eine. Es passiert eine bestimmte Sache und wenn das passiert, wird dann Straßenname danach. Okay, das ist. Pass auf, ich habe eine Idee. Und zwar, wenn ihr Arrested Development gesehen habt zum Beispiel, ne? Habe ich nicht. Das ist auch nicht schlimm. Ich erkläre dann kurz, was passiert ist. Und zwar haben die da so ein kleine Stadt im Prinzip gebaut, so eine Town, so also ein paar Straßen, ein paar Häuser. Und das war halt irgendwo in der Wüste und dann haben die das an Sexualstraftäter vermietet, weil die dürfen nicht in der Nähe von irgendwelchen Leuten wohnen. Und vielleicht haben die das so gelöst in Polen, dass sie eine Stadt haben, ebenfalls für Sexualstraftäter. Ja, also da sind die relativ sicher, weiß ja, wenn die nicht verprügelt oder sonst was. Und aber wenn die dann einziehen, da, dann wird halt die Straße nach dem benannt, damit jeder weiß, okay, hier wohnt der und der Sexualstraftäter und der heißt so und so und der wohnt hier auf der Straße. Ja, aber doch keine ganze Straße machen, wenn da nur, sag ich jetzt mal, Peter wohnt da jetzt. Da kannst du die Straße auch jetzt nicht Peter nennen, wenn da irgendwie keine. Ja, muss auch den Nachnamen. Ist dann halt Max-Mustermann-Straße, ne? Ist dann schon der ganze Name. Aber wenn dann auch ist ja auch oft Wolfgang von Goethe, oder wie heißt er? Wolfgang von Goethe? Warte, Wolfgang von Goethe ist, glaube ich, falsch. Wolfgang von Goethe, ja, war ein Holländer. Du weißt gar nicht, wie der Vorname von ihm ist. Oh Gott. Ne, ist ganz einfach. Die Leute müssen einfach allen im Dorf, du gehst da hin und musst einfach mit allen einen kurzen oder trinken im Dorf und ist das überhaupt ein Dorf? Ja, nee. Das ist ein polnisches Dorf. Ja, dann gehst du zu ihnen hin, trinkst mit denen ein und wenn du das gemacht hast, dann wird eine Straße nach dem benannt, weil du den Bürgern Respekt erwiesen hast. So. du musst ganz langweilig, du musst eine gewisse Summe gespendet haben an die Stadt, an das Dorf, an. Weiß ich nicht, du musst da vielleicht irgendwie was für einen Kindergarten oder was gespendet haben. Eine gewisse Summe einfach investiert haben in das Dorf. Ich glaube, man kann auch einfach ein gewisses Alter erreichen und dann kriegst du das, oder? Also, wenn du jetzt irgendwie der älteste Bürger des Dorfes bist oder so. Ja, fuck. Da musst du ja da erst hinziehen und dann musst du das machen quasi. Das ist doch Quatsch. Ja doch, die Leute leben da, oder nicht? Nachdem dann die Straße benannt wird. Ja. Oder ist das... Du musst schon da leben. Das ist nicht so, dass ich jetzt hier in Duisburg gehen könnte. Es geht schon um die Einwohner da in dem Dorf. Ach so. Okay. Musst du eine gewisse Anzahl an Kinder gekriegt haben? Hast du in dem Dorf so gepoppt? Yeah. Ja, es kann ja sein, dass du dann mit deiner Frau eine gewisse Anzahl an Kindern kriegst und dann dafür belohnt wirst, weil halt das Dorf nicht so viele Leute hat und damit halt der Genpool nicht so klein ist. Ne? Stammbaum ist immer der gleiche. Der Stammbaum und ein Kreis und so, ne? Oder muss man einen gewissen Beruf haben? Das ist irgendwann eine Spirale, kein Kreis mehr, Junge. Also Spirale Fiverr hat schon die richtige Richtung gefunden. Echt? Ja. Okay. Ja, also geht um Poppen. Vielleicht musst du 5 Mädchen zur Welt bringen, weil die nur irgendwie eine 99% Jungenquote haben oder so. Du musst eine bestimmte Anzahl von Mädchen gebären oder so. Vielleicht gibt es in diesem Dorf auch einen extrem bekannten Puff oder so und du musst halt da, keine Ahnung, eine gewisse Anzahl an Besuchen haben.
Ja, ja, Janik hat doch gesagt, Karte ist voll. Ich hab gesagt, es geht echt, in die richtige Richtung. Okay. Achso, was soll ich sagen? Es hat was mit... Beruf ist also egal, dann, wenn Paar schon die richtige Richtung hat. Es geht nicht um Beruf. Ja. Es muss jeder einmal zur Beichte gegangen sein, Beichte. Einmal beim katholischen Pastor, ja. Ja, genau. Einmal husten, bitte. Ja, ja. Das war ja beim Arzt. Ne? Paul war schon mal in der richtigen Richtung. Mit Kindern kriegen. Einfach nur heiraten wäre zu einfach, oder? Das wäre zu einfach. Ja, ja. Vielleicht musst du ein Kind irgendwie an einem bestimmten Tag hier auf die Welt bringen. Ja, nee. Sag ich jetzt mal so Weihnachten oder irgendwie so, dann kriegst du das Geschenk von denen irgendwie eine Straße. Nee. Vielleicht wenn du Pflegekinder aufnimmst? Waisenkinder oder so? Nee, glaube ich nicht. Muss ja halt mit dem Dorf zu tun haben. Wahrscheinlich, wenn du bestimmt so viele Fische gefangen hast oder so. Ich hab's. Okay. Du kriegst einen Straßennamen, wenn du aus anderen Ländern Kinder verschleppst und dann nach Polen einlässt. Nein. Was zur Hölle? Davon distanziere ich mich kurz ganz gedacht. Dafür sind... Wer am meisten geklaut hat im Dorf? Ja. Oi. Oh. Ich darf das, ich bin selber Pole oder so. Ich habe auch ein bisschen dann. Das sieht man nicht bei deinem Cola Töner da. Muss man irgendwie ein Kind gerettet haben oder sowas? Fände ich irgendwie seltsam, weil wenn das schon ein paar Leute gemacht haben im Dorf, wäre irgendwie seltsam. Kind ja, irgendwie. Nein. Dann kannst du ein Kind absichtlich in Gefahr bringen oder nein. Ja, irgendwie so, dann werden die Kinder schon seltsam drauf, wenn die da dauernd in Gefahr geraten. Oh, gerettet oh nein, meine Tochter hat mich fast selber überfahren. Dann habe ich sie doch gerettet. Jetzt ist der Junge schon wieder in den Brunnen gefallen. Oh Mann, ey. Das 10. Mal diese Woche. So eine Scheiße. Ne? Aber, Janne, geht es darum, um eine bestimmte Anzahl zu erreichen von irgendetwas? Es geht um keine Anzahl. Okay. Also ein einmaliges Event. Genau. Und theoretisch kann man es auch mehrfach schaffen, so gesehen. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn du es einmal schaffst, wird es halt schon belohnt. So gesehen. Okay, scheint sehr schwierig zu sein. Sonst... Muss man da irgendwie also einen Rekord knacken, der da. Also in dem Dorf ist ein bestimmtes Ereignis 10 Jahre lang nicht passiert. Und deswegen haben sie sich überlegt, wir machen dann, wenn das Ereignis passiert, benennen wir eine Straße danach. Ich meine, es gab ein bestimmtes Dorf, wo... Sein, oder? Beziehungsweise nach der Person. Nee, ich meine, es gab ein Dorf, da haben die erzählt, da gibt es nur eine hohe Anzahl, ich weiß nicht, ob Junge oder Mädchen. Und da war es irgendwie so richtig schwierig, dass da ein Junge oder ein Mädchen zur Welt kam. Und da, meine ich, war der Punkt, wo die dann gesagt haben, ey, der hat endlich ein Mädchen bekommen, dafür den Straßennamen. Aber ich glaube, das war... Ich meine, es gab mal so eine Dorfstadt, wo echt ein hoher Anteil an Frauen oder Jungen sind, eins von beiden und dann... Na? Aber das ist es nicht. Janik, doch, ne? Doch. Okay. Mirko hat einfach krass 2 von 2 bisher. Nicht schlecht. Ich hab das doch vorhin schon gesagt. Ich wollte gerade sagen, Mirko hat das schon mal gesagt. Ja, aber da hat er so ein bisschen nebenbei. Da hätte er noch auslöschen müssen. Ja, Leute. Aber ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich weiß, das ist ja auch bei Genial daneben. Aber ich bin mir nicht sicher. Da gab es halt 10 Jahre lang keine Jungs, sondern sind nur Mädchen immer da geboren worden. Und genau, deswegen hat der Bürgermeister immer gesagt, okay, immer wenn ein Junge hier geboren wird, kriegt er Straße. Galileo war. Ich glaube, bei Galileo kann das auch gewesen sein. Und die Straße wird dann nach dem Kind benannt nachher. Ja. Wie krass ist das denn? Oh, dann kannst du deinem Kind ja so einen richtigen Abfuck mehr umgeben. Ne? So ein Kuckuck. Ja, weiß ich dein Kind. Ja. Aber hey, wird das Ding... Also wenn das Kind dann später heiraten will oder irgendwie eine Frau kennenlernen will, kann man so richtig angeben. Guck mal, ich habe eine Straße nach meinem Namen. Na. Ja, aber guck mal, dann nennst du dein Kind Sesam. Also dann hast du die Sesamstraße. Das ist ein polnisches Dorf, die flügen einfach die Straße eben mit dem Pferd und dann schütten die Kies drüber und dann hast du die Straße. Und das ist auch wieder ein Vorurteil, kann auch sein, dass das dann ein sehr schönes Dorf ist. So für die reichen Leute, ne? Ach, ja, kann man natürlich auch. Ja. Ich weiß nur, wo wir damals in Polen waren, in einem Dorf, da... wo dann noch kein Teer auf der Straße war, war wirklich noch Feldwege. Das war richtig idyllisch so, das war richtig ruhig. Da bis sie dann irgendwann geteert haben, dann gut, Waldstraße so ein bisschen, aber ist schon... vorbei. Nein, war eigentlich ganz chillig da. Ruhig, Dorf. Dann kamen die ganzen Ferraris, Lamborghinis.
Ja, klar. Da kam Sven mit seiner Bonzen. Dem polnischen Dorf da. Deswegen haben wir auch so viel Geld, weil meine Oma und Opa da ein Haus hatten. Ich hasse Wahl. Ja, denn? Nächsten, komm. Ja. Wo habt ihr denn Bock? Wollt ihr nach China oder wollt ihr nach Mexiko? Boah, ich hätte jetzt Bock auf was Chinesisches. Auf was Chinesisches, alles klar. In den 80er Jahren, da befinden wir uns jetzt, in einer chinesischen Großstadt. Natürlich. Da ist nämlich ein BBC-Mitarbeiter verzweifelt durch die Großstadt gerannt, auf der Suche nach Kondom. Aber warum? Ja, das ist offensichtlich. Er wollte eigentlich mal nicht. Nein. Der wollte Drogen schmuggeln. Also wegstecken. Der wollte bestimmt eine Bank überfallen und er hatte. Nee, das hätte er auch eine schwarze Dings drüber ziehen können eigentlich. Ah, oh Gott. Kriegt ja keine Luft drin. Ich glaube, der wollte einfach nur ein Kondom aufblasen. So, dann kommt dann einfach. Weil in den Kondomen irgendeine Chemikalie drin ist, die du rauslösen kannst und das ist dann ein Medikament und das brauchte der. Nee. Für einen Film. Oder eine Serie auf jeden Fall. Also das war unheimlich wichtig für ihn, diese Kondome zu bekommen. Mhm. Also wenn man verzweifelt durch die chinesische Großstadt rennt, dann. Ist nicht wichtig, welche chinesische Stadt das ist. Nee, das ist nicht wichtig. Er wollte Drogen schmuggeln? Hab ich doch schon gesagt. Es ging um die Produktion für eine Serie oder einen Film, ne? Wenn es ein BBC-Mitarbeiter ist. Ach ja, stimmt, war BBC. Geh ich jetzt davon aus. Aber ist BBC nicht die Reporter auch? Das sind doch Nachrichten, oder nicht? Auch. Ja. Ja, auch nicht. Serien. Die machen auch Talkshows. Natürlich BBC-Mitarbeiter, weil es natürlich auch für die Produktion ist wichtig, weil dass sie die jetzt haben. Ja, Top Gear zum Beispiel ist BBC. Fällt mir gerade ein. Der brauchte unbedingt Kondome. Mhm. Geschmacksrichtung egal? Ja. Okay. Mitnommen, oder? Behaupte ich jetzt mal. Gewisse Größe. Da gibt zum Beispiel, es gibt so XXL-Kondome, die kannst du, wenn du beim Auto fahren, das Fenster aufmachst, dann hältst du die raus, dann werden die aufgeblasen. Ist dann wie so ein. Ja, wie so. Windhose. Wie so eine Windhose. Ist das dann im Prinzip. Das kannst du damit machen. Sieht auch lustig aus, also ist schon cool. Aber warum braucht man denn trinken? Keine Ahnung. Wollt ihr mit Wasser transportieren? Keine Ahnung. Was brauchst du, oder? Kannst du machen, theoretisch. Also wenn du so ja, survival-mäßig unterwegs bist und du hast halt zufällig noch ein Kondom dabei, kannst du halt benutzen. Für Wasser, weil das halt steril ist. Ja. Geht. Was braucht man denn? Und dafür brauchen die das auch. Die wollten halt nämlich zeigen, in der Survival-Serie von Bear Grylls zum Beispiel, wie der das macht mit Kondom. Jetzt musst du mal sich hinlassen. Es ist ja schon wichtig, dass das ein BBC-Mitarbeiter ist, oder, Yannick? Oder ist das einfach so von der Geschichte? Ja. War halt für BBC jetzt, also wichtig. Also, okay. Theoretisch ARD hätte das jetzt oder so, hätte das auch machen können. Weißt du, also geht quasi darum, um den Job. Er war wichtig für den Job. Okay, wie Paul sagt, musst du für einen Schauspieler irgendwie Kondome besorgen oder so. Eine Szene oder so. Keine Ahnung. Wo die Szene so realistisch dargestellt werden soll. Die wollten Kondome vergleichen, also europäische oder amerikanische Größe im Vergleich zu asiatische Größe. Nee. Oder der brauchte bestimmte Farben, die sie nicht hatten. Für irgendwas. Wir haben irgendwie einen Joke gedreht oder eine Werbung. Ein Joke oder eine Werbung haben die irgendwie gedreht und da braucht er die Kondome für. Weil die zum Beispiel Werbung für diese Kondome machen sollten. Oder weil da ein Joke war, wo die Kondome für brauchten. Oder das ist war Werbung für die Pille. Dass man halt pimpern kann, wenn man kein Kondom hat. Weil es dafür die Pille gibt. Nee. Weiß nicht, aber warte mal, Hongkong, also reden wir von Hongkong überhaupt? Gar nicht, ne? Wir sind eine Großstadt, oder? Großstadt. Also
War das damals schon, dass sie Verbot hatten, so viele Kinder zu zeugen? Also die haben doch irgendwie ein Kind und dann das zweite musst du so viel mehr zahlen. Na, ich glaube, damals war das da. Ich glaube, mittlerweile gibt es das nicht mehr. Ich glaube, es ist irgendwie so, dass das erste irgendwie Junge sein muss. Muss nicht, glaube ich. Wäre aber schon geiler für, so für die Familie. Ich glaube, die haben es einfach. Na, irgendwie so. Ja. Eine Frau hat ihn angequatscht und der wollte sich einfach schützen. Fertig. Wurden die Kondome irgendwie als Teil einer Szene verwendet? Also als Requisit? Ja, der hat keine gefunden. Weiß ich nicht. Sollen die dafür verwendet werden dann? Die Kondome wurden verwendet. Okay, also als Requisit. Die wurden verwendet. Ein Mikrofonschutz. Als Mikrofonschutz. Falls da irgendwie ein Sturm gab oder sonst was, Wetter hat geregnet hat oder was, und die wollten die Mikrofone schützen. Oder die Kabel, Kameras, sonst was. Geht in die richtige Richtung. Also, die Hälfte hast du genannt. Die Hälfte? Also Mikrofonschutz ist schon mal richtig. Als Mikrofonschutz, weil die da ein Unterwassermikrofon, die wollten Unterwasser was aufnehmen. Für Unterwasseraufnahmen, ja. Okay, stark. Nice. Ja, die wollten nämlich Unterwasseraufnahmen von Delfinen machen und dafür brauchten sie halt Schutz für die Mikrofone. Und auf, ja, die haben halt gefragt so nach Latex und dann wurde denen halt aber immer nur empfohlen, hier, nimm doch einfach die Pille. Okay. Oh, thick ass, Mirko. Kann man das klippen? Ja, stark. 3 von 8 schon mal. Kann gar nicht so. Läuft doch. So, muss ich mal kurz. Markiere ich den mal einmal. Dann wird es geklippt. So, das hatten wir und. Das hatten wir. Ja, stark. Ja, fertig. Hast du aufgegessen? Ja. Haben wir dich satt gekriegt, Sven? Nee. Schade. Ja. Also gegen 12 Uhr so hole ich mir über Essen. Als Belohnung. Ja. Dass du 4 Stunden ausgehalten hast ohne Essen. Immer doch. Sehr gut. Oh. Erstmal geklippt. Wo ist der Clip-Channel? Why not bad? Wo ist der Clip-Channel? Gibt's den nicht mehr? Der ist, wenn du auf generell gehst und dann gibt's da Clips. Sehr gut, danke. Schön! Sehr gut, okay. Not bad. Ja, aber bisher gutes Tempo. Ungefähr alle 10 Minuten über ein Ding erraten. Haben wir mal eine 8. Warte mal durch. Mhm. Ja, wann kommt die Werbepause? Ja, haben wir doch gerade. Wer kommt nicht da? So, jetzt geht's weiter. Wieder da. Sorry, ihr hättet ruhig weitermachen können. Nee, das geht mir viel zu kurz. Ja, das ist ja schon wichtig. Eis. Ich hol mir kein Eis. Nein, ich muss auf die Kleine aufpassen, teilweise. Und jetzt hast du ein Eis als Belohnung, oder wie? Hm? Echt frech. Ist auch das von gut und günstig, so wie bei dir Ben Jerry's oder so. Nee, Ben Jerry's habe ich tatsächlich einmal nur gehabt. Das war mir zu viel. Echt? Kann das aber später weiter essen. Ja, schon. Ben Jerry's ist aber übel geil. Aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr darauf, also ich hab wirklich nur einen halben Topf davon irgendwie gehabt. Ein Cornetto. Aber ich hatte auch so eine ganz komische Sorte, wie Doppelschokolade oder irgendwie sowas, und das war dann immer zu viel Schokolade. Und dann hast du weggeworfen. Also, das ist eine wichtige Frage. Ich bin so ein Mensch, der das nicht leckt, sondern abbeißt. Auch so Softeis und so. Seid ihr Lecktyp oder? Beißen. Kommt immer drauf an, wie viel Zeit ich hab. Ich drück das mit den Lippen ab, in der Regel. Aber ich löffel halt lieber. Ich bin halt so ein Bettler-Mensch. Ich mag halt die Waffel nicht. Ja, die Waffel mag ich auch nicht so, also.
Auch wenn ich mal Eisessen bin mit der Familie und so, ich gebe meine Waffel immer meinem Vater, weil der mag die übel gerne. Ich mag die gar nicht. Ich auch. Ich finde Waffeln richtig geil. Gerade wenn das Eis hier unten so ist, geschmolzen, so besser abschließen. Ja, ne, wie gesagt, Waffeleis bin ich. Da bin ich eh. Ist immer schön im Becher und dann ist halt eine Waffel drin. Nee, zack, kein Vater. Okay, also wenn wir uns zum Eis essen einladen, einfach können wir die einfach dann alle geben. Ja, die ganze Waffel. Aber das Geilste ist, wenn so Sahne auf Eis gefroren ist. Das finde ich mal richtig geil. Das passt, ja. Sahnefreund. Ja, ja, dann können wir jetzt hier mal weitermachen. Ich mag lieber Spaghetti Eis. So, Mexiko, Leute. Mexiko. Wir hatten es ja vorhin schon mit, vor dem Stream mit Vorlesungen kurz. Mit einem Dozenten. Und hier haben wir jetzt auch einen Dozenten, nämlich, was ist das Besondere an den Vorlesungen des mexikanischen Informatikprofessors Moises Vasquez? Er kommt immer als mexikanischer Kämpfer auf. Also, sorry, Paul. Gut, ja, nee, das finde ich besser. Ja. Du kommst als mexikanischer Kämpfer. Als hier. Wie heißt ein Luchador? So ein Wrestler? Luchador, ja. Ist nicht ja, Luchador? Genau, so. Luchador, ja. So, alles richtig weitermachen, ne? Ja, nächste. Der ist kein Luchador. Dann ist er doch nackt, nämlich. Nee, der hatte schon so. Der hält die einfach übers Internet immer. Und das ist was Besonderes, weil das sonst keiner gebacken kriegt, das vernünftig zu machen. Dann speichert ihr dann noch ab, damit man sich das später noch angucken kann. Also macht das wirklich sinnvoll. Und interessant auch. In welchem Bereich ist er denn Dozent? Informatikprofessor. Informatik. Das ist ein Hacker. Okay, not bad, aber nee. Also die Vorgeschichte von ihm nicht, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall nicht relevant. Okay, das reicht. Was das Besondere an ihm ist, dass er mit Lamborghini anfährt oder was? Ja. Platz, oder? Hallo. Ich glaube, in Mexiko bist du auch reich, wenn du da mit dem Golf ankommst oder so. Keine Ahnung. Hallo, Führerschein kriegst du easy. Da gehst du an meinen Laden, sagst ihm, Führerschein kriegst du einen Führerschein und kannst wieder rausgehen. Na geil. Warum haben wir sowas nicht hier? Was sollte wie dich? Kennst du mal eine Besonderheit an ihm oder an seiner Vorlesung? An seinen Vorlesungen. Da sind die Schüler alle nackt. Er hält die auf Elvisch. Entschuldigung. Elvisch, ja. Er hat nichts mit nackt zu tun. Der hält die auf Elvisch. Die Vorlesung. Nee. Auf Orkisch. Oder wie heißt das von Star Trek? Spanisch? Klingonisch. Spanisch, na klar. Star Trek, natürlich, das ist Spanisch, mit dir gesprochen haben. Ja, das ist auf jeden Fall das Besondere in Mexiko, wenn da Spanisch gesprochen wird. Ach ja, das ist das Spanisch da. Ist halt strange dann. Ich war aber mexikanisch. Ja, Mexikaner, klar, der kennt es nicht. Ja. Der kocht in seiner Vorlesung. Ja, auf der Grafikkarte. Also Spiegelei. Weil die zum Crypto-Mining wenn das zu heiß gelaufen ist, dann zeigt er, ja, kann man Spiegelei drauf braten. Ja, nee. Der unterrichtet über Crypto-Mining. Nee. Oder ist ein Crypto-Miner? Genau, der macht es mit seinen Schülern zusammen. Der hat so ein ganzes Crypto-Mining-Imperium. Der trägt ein Clowns-Kostüm. Der hat ja besondere Kleidung an, einfach. Der trägt was Besonderes. Ein Fake-Schlüpper. Ein Schlüpper. Der hat ein Superman-Kostüm an oder so. Der trägt so eine Penisbrille. Also so eine Brille, wo der falsches Franchise, Mirko. Und was hast du gesagt, Mirko? Ja, dein Iron Man-Kostüm. Superman? Oder was? Na, schon mal so richtige. Superman. Spider-Man! Ja. Aber warum? Aber warum? Weil er es kann. Oh, nee, ich glaube, da gibt's auch YouTube-Videos, glaube ich, zu. Ich glaube, der verkleidet sich als Spider-Man gesehen. Und oh, macht da sich irgendwie auch um sich so von der Decke hängen zu lassen oder so, keine Ahnung. Ja. Wegen ja, Internet? Weil er so vernetzt der ist. Der hat einen Grund, warum er das anhat. Ja, du willst zeigen, dass er so vernetzt ist. Das ist einfach ein Grund, aber den möchte ich noch hören. Nee. Um seine Identität zu verbergen? Sein Gesicht? Nee, um die Schüler zum Lachen zu bringen. Ein paar Stunden, ja, das nehme ich hin. Er wollte einfach mehr Freude mit in die Vorlesung bringen, hat deswegen macht das seit über 2 Jahren seine Vorlesung im Spider-Man-Kostüm. Woo!
auch ein Spider-Man war ja auch Wissenschaftler und so Professor so und deswegen wurde auch Professor dann Spider-Man-Kostüm. Ach ja, so. Kommt doch auf an, welcher Spider-Man, oder? Ja. Also war der hier, wenn wir an den Original-Spider-Man-Film denken, hier Peter Parker, war der Wissenschaftler? Der war, ja, genau, Reporter. Ja. Und ich Teilzeit-Wissenschaftler, oder nicht? Ja. Ich wurde mal nebenberuflich Wissenschaftler. Aber ach, der war nebenberuflich Wissenschaftler? Ich dachte, der wäre irgendwie an der Uni oder so gewesen, am College ja, oder so. Ja, bei, oh Gott, wie hieß der, bei diesen hier Kraken-Typen doch, hier Octopus-Typen da doch. Stimmt. Ja, ja. Hab ich ja schon komplett vergessen. Ich komm nicht darf ich mal eine Frage? Ja. Sehe ich aus wie Peter Parker vom ersten Spider-Man-Film? Nee, ne? Nein. Nee. Also wenn man den jetzt eigentlich gesehen hätte, wohl. Nicht aus wie Tobey Maguire. Nein. Nee. Das wurde ich immer verglichen. Nö. Musst du den Bart wegmachen? Vielleicht, ich weiß nicht, wie... bei mir hatte ich einen, hier in meiner Ausbildung, da hatte ich einen, der war 2 Jahre älter, der sah aus wie Quentin Tarantino. Was ziemlich mies ist, wenn man drüber nachdenkt, weil wenn man sich Tarantinos Haare anguckt, mit Mitte 20 so, ist schon, ne? Ja, okay. Ist das schlimmer als bei mir dann. Oh. So, ich habe ja schon einen Haarausfall hier vorne, aber bei dem war schon übel. Aber bei mir fängt's aber auch schon an. Bist halt älter. Also hinten. Hinten? Ja. Hinten bei mir zum Glück nicht. Ja, da hab ich ja zum Glück nicht. Dann kommt der Cäsar kommt auch nicht. Ewig. Sven mit Cäsar kannst du demnächst. Ja, so, genug von Haaren. Nächste. Komm, gib mir auf die 30 zu. Okay, Paul will durchrushen. Ja, klar. Alles klar. Dann gehen wir auf die rechte Seite vom Dokument. Wir gehen jetzt ins Mittelalter. Oh Gott, Mittelalter. Was wollen wir denn da? Was wollen wir denn da, Yannick? Da wollen wir nämlich Folgendes wissen. Also ich will Folgendes wissen von euch. Warum wurde im 15. Jahrhundert der Biber zu der Kategorie Fisch erklärt? Weil er schwimmen kann. Nee. Hat gereicht. Damit man den essen darf. War eine Hungersnot, die mussten mal zu essen haben. Und die durften keine... Da war damals ein Nagetier. Nagetier durfte es nicht essen wegen der Pest. Deswegen haben die gesagt, das ist jetzt ein Fisch, damit du Biber essen darfst. Um der Hungersnot entgegenzuwirken. Ich hätte jetzt einfach gesagt, für die Dummsten oder so. Pal war näher dran als du, Sven. So weit geht's schon. Okay. Aber ich war nicht nah dran. Du hast einen Teil gesagt. Also es geht schon ums Essen, aber noch was Bestimmtes. Damit du da Fischsuppe draus machen darfst in Frankreich. Weil Bouillabaisse das nur aus Fisch machen. Ist eine traditionelle französische Fischsuppe. Und die dachten sich aber, boah, Biber schmeckt übel geil da drin. Aber dann darfst du halt nicht Bouillabaisse nennen, dann kauft das keiner. Dann sagen die, bah, Bibersuppe. Dann sagst du, nee, ist ein Fisch, jetzt ist er doch Bouillabaisse. Ich hab's einfach nur einen Fisch knapp halt. Und um das Volk zu beruhigen, haben die gesagt, Freunde, keine Sorge. Wir haben genug Fische. Biber sind nämlich auch Fische. Davon haben wir noch reichlich, Kinder. Keine Sorge. Ja, wir haben genug Fische. Wir überfischen hier gar nichts. Was war da noch bei Findet Nemo, ne? Fische sind kein Futter, Fische sind Freunde. Genau. Oh, es gab zu viele Biber und damit man die überhaupt essen durfte, hat man einfach gesagt, das ist jetzt Fisch oder so. Nee. Na, damit du jagen darfst, ausrotten darfst. Ja, weil es einfach zu viel gab. Nee. Ein Forscher hat sich einfach versehen. Aber geht's überhaupt darum, Yannick, dass man Biber essen durfte? Es geht um Biber essen. Also wirklich, dass man Biber essen konnte. Damit du Biber sonntags essen darfst. Weil damals im Mittelalter war es ja alles sehr christlich und sehr religiös. Da wurde halt am Sonntag Fisch gegessen. Damit du am Sonntag auch Biber essen darfst, war es jetzt ein Fisch. So für die Aristokratie vielleicht auch. Ist schon noch ist wieder ein Tickchen näher drin. Ging um einen religiösen Feiertag. Es ging um eine bestimmte Zeit. Fastenzeit. Damit du zur Fastenzeit Fleisch essen darfst, haben die gesagt, ach, Biber sind Fische. Weil Fische darfst du essen, aber kein Fleisch. Ja, was für Schummler! Da ist nah genug dran. Ja, sehr gut. Das ist doch heutzutage immer noch so. Na, die haben den Biber als Fisch deklariert, damit die auch in der Fastenzeit Biber essen können. Lug und Betrug hier. Nein, das ist das Beste, was die Fastenzeit je gebracht hat, und das ist nämlich Bier. Nice. Weil so ist ja Bier entstanden, glaube ich. Das ist, glaube ich, Geburt des Bieres gewesen damals. Ja, ich meinte, die Mönche da haben doch gesagt, ja, wir dürfen ja nicht Dings, da haben die auch heimlich Bier gebraut im Keller.
Irgendwie so. Gibt's ja auch Bierdiät. Gibt's ja auch. Gibt's ja auch Schokoladendiät, aber dann die Leute verstehen bei Schokoladendiät das Falsche. Du musst halt hochprozentige Schokolade kaufen, die mit hohem Fett, also nicht dieses süße Zeug, sondern die mit dem hohen Kakaofettanteil. Dann nimmst du ab. Aber nur bei einer Tafel oder scheiße. So, nicht so fünf. Ja. Ja. Ich mag gern zart bitter, aber ich hab mal, glaube ich, 80%. Boah, Alter, geht gar nicht. Nee. Ist dann schon hart zu essen. Aber das macht dann sehr glücklich. Weil das pure Schokolade, also wirklich Kakao. Ja, Hormone. Weil das ist hoher Kakaoanteil halt. Ich bin immer glücklich bei Schokolade. Du bist immer glücklich bei Schokolade. Egal was. Immer ist ja komisch. Das ist geil. Also egal welches Essen. Ja, gut. Morgen kann ich einen Döner aus. Nee, du kannst ausgehen. Reicher Sack. So, nächsten. Junge, ein Schaffer noch. Ein noch und dann? Ein Schaffer noch, auf jeden Fall. Okay. Wir gehen jetzt nach Skandinavien. Ist aber kalt. Hm? Ist es kalter? So, beziehungsweise wir gehen davon nach einem man muss nicht unbedingt nach Skandinavien. Aber was versteht man unter einem Zufallsschweden? Ein was? Ein Zufallsschwede. Ja, das ist ein besoffener Norweger. Nee, das ist ein besoffener Norweger, der halt irgendwann über die Grenze gelaufen ist und wo bin ich hier? Und jetzt ist er halt in Schweden. Jetzt ist er Schwede. Das ist so schön. Ist vielleicht auch irgendwie ein leerstehendes Gebäude einfach rein oder ein besetztes, also ein bewohntes und ist halt einfach rein, dachte, es ist sein Haus. Weil die schießen halt Haus da vielleicht nicht ab auf dem Land. Hat sich damit zugelegt und von mir hat auch gesagt, ja komm, bist ein cooler Dude. Das sind Zufallsschweden, weil das passiert da öfter. Wir trinken ja gerne. Ich glaube eher, das ist eher so eine Art Gericht, weil es ist ja wie falscher Hund oder sowas. Das ist ja auch irgendwie so eine Art Gericht oder sowas. Ist falscher Hund? Ich kenne nur falscher Hase. Meine ich ja. Falscher Hase, falscher Hund. Ja, falscher Hase, halt. Das ist wahrscheinlich sowas ähnliches. Das ist wahrscheinlich nicht, ist dann eine Art Schokolade oder sowas. Ne, warte mal, Dann sag ich, das Schweden ist das war nicht für Schweizer Schokolade. Skandinavier. Schweiz war Schokolade, zu essen. Ne? Nicht Schweden, ne? Schweden war nicht Schokolade. Schweizen. Schweden war Käse, oder? Oder? Naja, Schweiz war auch Käse, ne? Schwedenfisch. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Soaströmming. No. Ja, das ist ein falscher Schwede, das ist ein. Ach, zufällig. Warte mal. Zufallsschwede. Schweden, ne? Wir sind nicht bei falschen Schweden. Keine. Wir waren ja gerade schon bei Fisch, deswegen geht es ja auch wieder um Fisch. Einfach das Pattern ausspielen. Ja, den waren wir bei Biber. Ich hab's. Ja. Das ist ein zufälliger Fisch, den du einfach auf dem Teller bekommst. So. Das ist ja nicht beim Essen. Okay. Also, schon Dreck, aber denied. Das ist eine Dating-Show. Kriegst du einen zufälligen Schweden. Genau. Das ist lustig. Wie genau, ne? Das ist ein Zufallsschwede. Aber du hast gesagt, man muss nicht unbedingt in Skandinavien sein. Das heißt, das gibt's auch in anderen Ländern, ja? Den Zufallsschweden. Mhm. Ist das so ein Werkzeug? Das ist wie ein schwarzer Taschenmesser. Nur von Ikea. Das heißt, du musst den selber noch zusammenbasteln aus Holz. Nee, aus Pressspan. Also das hat schon mit Schweden zu tun. Ist das eine Person? Also ein Lebewesen oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist so. Wir wissen ja alle, Schweden ist ein Königreich, ne, eine Monarchie. Ja. Und bei denen ist das so, dass wenn. Es kann ja sein, dass es keinen Thronfolger gibt, keinen direkten. Und es muss einen direkten Thronfolger geben für den König. Ja, das heißt, er braucht einen Sohn. Ja, keine Frauen, weil Frauen können natürlich keine Länder regieren. Kappa, Freunde. Ja. Nein, also. Das ist tatsächlich der braucht einen Sohn. Wenn der jetzt keinen Sohn hat, dann gibt es keinen direkten Nachfolger. Und wenn der König dann stirbt, dann wird zufällig in Schweden, irgendjemand wird dann zum König. Das ist der Zufallsschwede. Irgendein schwedischer Staatsbürger wird dann zum König erklärt. Klingt geil. Will ich feiern. Nee. Frechheit. Ich glaube einfach, dass es die Art Folge ist, glaube ich, das, der erstgeborene Sohn und sonst wird es halt die erstgeborene Tochter. Das ist Skandal. Wenn es keine Sinn da sind. Nee, das ist einfach, du bist Turi da. Ist Schweden Königreich überhaupt? Ich glaube, das müssen wir noch. Aber sowas ich weiß, ich also Crusader Kings war auf jeden Fall noch was. Okay. Ich glaube, wenn du Turi bist und da steht einer am Straßenrand, der hebt einen Daumen hoch, du sollst ihn mitnehmen, dann ist es ein zufälliger Schwede. Wir sind in der Wikingerzeit.
Und zwar war ich nämlich da nah dran mit meinem Monarchen, aber das war nämlich aus der Wikingerzeit. Deswegen schon mit dem König nicht, sondern mit dem, wie hießen die, Jarl? Beim Jarl war das nämlich. Keine Ahnung. Dann wurde da zufällig einer aus der Sippe, wurde dann König. Also Jarl. Das ist bestimmt so ein Hahn, das ist super. Hat nichts mit dem Monarchen zu tun, nee. Oder? Ach nee, du hast gesagt, es ging nicht ums Essen, ne? Kein Essen. Nee, ich dachte, du hast ein Haar in der Suppe und ich sagst du, das ist zufälliger Schwede. Ich hab schon richtig unten reinsortiert. Sie sind alle beim Essen, die da unten. Ist das ein Drink? Wir sind nicht beim Essen, wir sind beim Saufen. Es ist ein Drink, ein zufälliger Schwede. Ist das bestimmt so ein Titel? Was denn? Ist das ein Titel, den man erreichen kann? Beziehungsweise. Nee. Also es geht also sowas ähnliches wie jetzt zum Beispiel, ja? Sag ich jetzt mal, Ballkönig, ja? Ballkönigin, dass das irgendwie sowas in der Art ist, irgendwie. Wer kennt es nicht? Zufälliger Schwede. Würde ich nicht sagen. Zufälliger Schwede? Zufallsschwede. Ist das, hatte ich schon Werkzeug gesagt? Ah ja, wer das, Werkzeug ja, hatte ich schon. Hatte ich schon Werkzeug. Ist das ein Brettspiel? Oder ein Kartenspiel? Nee. So wie Schwarzer Peter? Nee. Quartett vielleicht? Das Quartett, dann kriegst du halt zufällige Schweden, berühmte schwedische Persönlichkeiten auffahren. Dann musst du halt miteinander vergleichen. Das ist halt ein Quartett. Nee, ist kein Spiel. Ist das einfach nur eine Bezeichnung, so was ähnliches wie alter Schwede oder... keine Ahnung. Alter Schwede. Alter Schwede. Du alter Zufallsschwede, du ey. Ein Zufallsschwede, ist das denn eine Person? Das ist echt eine Person. Männlich, weiblich? Das ist egal. Ist doch von mehr als eine dann auch, ja, ne? Ist ja ein zufälliger. Was ist ein zufälliger Schwede? Zufälliger. Ich hab... Ist das... Ja. Okay. Das ist einfach eine Person, die zufällig ausgewählt wird. Die kommt dann an so einen Pranger und dann darf jeder einfach die alte Tomaten so gegen das Gesicht werfen. Das wäre wieder brutal. Ist das so, dass in Schweden ist ja die Haarfarbe blond sehr dominant. Mhm. Ist das vielleicht so, dass ein Zufallsschwede ein in Schweden geborener und auch von Schweden abstammender Mensch ist, der dann aber eine andere Haarfarbe hat oder eine andere Augenfarbe, die halt ungewöhnlich ist? Oder vielleicht auch einen dunkleren Hautton oder sonst was? Nee. Also keine genetische Mutation. Genetik ist da egal. Okay, dann sage ich, das ist einfach irgendwie so ein Fest in Schweden und dann kriegt die Person einfach, wird einfach zufällig hier, sag ich jetzt mal, zum Ballkönig aus der Korn und das heißt einfach Zufallsschwede. Nee. Immer im Jahr kriegt einer einen Döner kostenlos. Vielleicht wird einmal alle 10 Jahre einer im Volk in ganz Schweden ausgewählt und der kriegt dann ein Preisgeld oder irgendwie sowas, kriegt einen bestimmten Status und das ist der Zufallsschwede. Passiert das denn regelmäßig? Es war 2016. Einmal. Ist das eine Tradition? Ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt noch was regelmäßig ist, aber das konnte man eine Zeit lang machen. Das konnte man machen. Mhm. Zeit lang machen. Keine Ahnung. Zufallsschwede. Keine Ahnung, das ist dann auch immer nur eine Person zur gleichen Zeit. Oder sind das mehrere Personen zur gleichen Zeit dann? Also bleibt man das dann oder überlappt sich das oder ist das dann für einen kurzen Zeitraum nur? Es werden Spenden gesammelt und die Person kriegt die dann. Die geht zufällig ausgewählt. Da ist nichts mit Spenden. Auch nicht. Eine Lotterie ist das. Das ist eine besondere Lotterie. Die heißt halt Zufallsschwede. Aber Glücksspiel hast du nicht, mehr Glücksspiel. Nee, nee. Oder eine Spielshow vielleicht? Nee. Wiener waren wir jetzt schon dran. Sehr weit weg. Oder? Also ist wohl noch aktuell. Gibt's wohl. Okay. Ist da irgendwas mit Musik oder sowas? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Ja, muss also, aber ganz am Anfang habe ich ja gesagt, man selber muss nicht unbedingt in Schweden sein. Man muss ein schwedischer Staatsbürger sein.
Zumindest für den Zufallsschweden selber, ja. Das wäre mal kein Zufallsschwede. Zufällig kriegt irgendwer auf der Welt die schwedische Staatsbürgerschaft. So, keine Ahnung, oder man kann sich drauf bewerben und Asylanten vielleicht, Asylbewerber. Dann hätte ich mich schon beworben, aber nee. Ist ja jeder schon beworben, oder? Man kriegt eine Reise geschenkt? Kriegt man irgendwas geschenkt? Nee. Kein Geschenk. Ich glaube das Problem, was also, Reise ist schon nicht schlecht. Man kriegt dann, man ist dann vielleicht außerhalb von Schweden, man kriegt dann Urlaub in der Heimat geschenkt. So, also man wird dann halt so nach Hause geflogen hier. Man kriegt die vergünstigt, die Reise, ein Discount. Nee. Janik, ich hab da noch mal eine Frage. Wir haben doch mal diesen einen Film noch geguckt, ne? Midsommar. Ja, war das auch in Schweden oder? War? Oder wo war das? War das in Schweden oder Finnland? Also auch wenn das keine Hilfe. Also wenn das in Schweden war? Nein, ist keine Hilfe. Nee, also wenn das in Schweden war, würde ich sagen, der von Schwede ist einfach das Opfer, sage ich jetzt einfach mal, was hingerichtet werden muss. Bei den Sekten, ja. Nee. Scheiße. Das hat was mit Reisen zu tun, aber man kriegt keine geschenkt. Ja? Mhm. Das ist die Pilgerreise. Dann kommen vielleicht Leute zu dir, wenn du außerhalb von Schweden wohnst und interviewen dich. Schön, die alle die Hand. Sagen, das ist jetzt unser Zufallsschwede. Guck mal, der macht das und das gerade im Ausland. Und repräsentiert uns da, keine Ahnung. Schicken die zu jüdischen Zeit. Eins, was du gesagt hast, das könnte man, das wär schon so ein Teil davon. Man wird interviewt. Kann man, davon. Kann man so nennen. Wirst befragt. Also du willst jetzt kommt die schwedische Stasi vorbei und fragt, ob alles... Oh mein Gott, das ist... Ob der Plan kein Interview ist. Paul, das ist kein Interview, ja. Das ist einfach so eine letzte Fragerunde vor dem Tod auf diesen elektrischen Stuhl. Gibt's das noch in Schweden? Weiß ich gar nicht. Aber was ist so eine Europa generell? Es geht nicht um Tod, verdammt. und niemand muss drunter leiden. Aber das es wird etwas übereingedreht, irgendwie ein filmisches Werk wird dann übereingedreht. So ein kurzer Clip oder was weiß ich, keine Ahnung, so ein paar Minuten Filmmaterial. Ein Teil davon ist ein schwedischer Staatsbürger. Und der andere Teil nicht. Da geht es um Doku oder was über denjenigen oder diejenige. Ich dachte, wir waren doch bei Reisen. Ah? Es wird ein schwedischer Staatsbürger ins Ausland geschickt, um da Sachen zu machen zu irgendeiner random Familie. Und sagt dann, hi, ich bin ein Schwede. Ja, heißt das aber nicht Partner tauscht oder so? So, ja. Sowas in der Art. Ne? Schüleraustausch. Ja, Schüleraustausch. Das war Frauenaustausch in Schweden. Das heißt aber Zufallsschwede. Ja, sowas, ja, Schüleraustausch. Wie ja, ich gesagt, das sind zufällig Schweden einfach ins Haus. Das ist so geil. So. Du kriegst einfach Urlaub fürs Haus geliefert. Geil. Ja, dass das irgendwie sowas ist, dass die sowas anbieten. Nee. Auch nicht. Alter. Auch kein Fallschirmsprung oder so. Der, der Schwede muss nicht reisen. Reisen kommt zu Schweden. Aber der Schwede ist im Ausland. Nee. Und der Schwede ist im Inland. Das heißt, jemand aus dem Ausland kommt zu ihm. Ja? Nein. Na? Hä, ich dachte, die Reisen. Also. Was? Also, wir hatten doch das Thema Reisen. Also, irgendjemand muss jetzt ja irgendwen besuchen, oder nicht? Sonst nee, ganz der hat gesagt, es geht in die Richtung, aber nicht, dass es... Ein zufälliger Schwede kriegt ein Reisevideo von irgendeinem random Dude aus der Welt. Der zufällige Schwede, der muss an einen bestimmten Ort hinpilgern. Und da muss er, keine Ahnung, irgendwie... Ja, einen Sack Kreis umwerfen oder irgendwas, keine Ahnung. Janik, sind wir in einer TV-Sendung oder sowas? Mhm. Auch nicht. Das ist eine alte... Sind wir beim, ja, Thema sind wir beim Konsulat? Hä? Das ist eine Glaubenssache. Nee. Auch nicht, also keine Pilgerreise. Nee, also wie gesagt, der Schwede muss nicht reisen. Dann der andere Schwede, der nicht zufällig ist.
Wir müssen dann reisen. Jemand im Ausland muss dann reisen. Der König. Alter, der linke Hoden wandert zum rechten Hoden. Ist das der zufällige Schwede oder was? Ich glaube, wir kommen nicht drauf. Der König geht zum zufälligen Schweden und reicht in die Hand. So, fertig. Es geht, also der Schwede muss nicht reisen. Ja, das hast du jetzt zehnmal schon gesagt. Der andere Teil möchte aber vielleicht reisen. Ehekrise! Also der zufällige Schwede will nicht. Der andere ist kein Schwede. der im Ausland halt, also der Ausländer dann, der soll zu ihm reisen. Also ihr könntet das auch. Wir können das auch. Also wir können zufällige Schweden werden. Nein! Wenn ihr reisen wolltet, könntet ihr mit dem Zufall Schweden zu tun haben. Je nachdem. Alter, da habe ich Läuse dann auf dem Kopf oder was? Ein Zufall Schweden ist dann einer, der dann irgendwelche Infos an dich gibt. Das ist dann im Prinzip Infobüro. Geht in die Richtung. Weil irgendwie ein Zufälliger dann in einer Stadt oder das Reiseführer macht er dann für dich. Du kriegst einen zufälligen. Du gehst in die Stadt rein und die haben dann so eine App, wo dann ist im Prinzip wie so eine Art Tinder oder was. Du kriegst dann zufällig einen Schweden, der sich in der Stadt auskennt und dann Reiseführer für dich macht. Der ein bisschen die Stadt zeigt, sonst was. Und die müssen sich dann halt da vorher angemeldet haben, die Schweden. Ne? Und dann werden die halt vermittelt. So. Nah dran. Mehr oder weniger. Nah dran. Oder du kannst dann bei dem bleiben. Ist wie Airbnb. Nee, schon ersteres. Also, du siehst sie nicht. Das ist schon eher handymäßig. Okay, dann kriegst du eine zufällige Brieffreundschaft mit einem Schweden. Oder. Du kriegst eine Nummer von jemandem und dann rufst du ihn an. Das ist so ähnlich wie der Kundenservice von hier David da. Ah, oder so. Ja, so Infotelefon. Zufälliger Schwede am Apparat, wie kann ich ihn helfen? Ja, ja. Das reicht mir. Okay, was? Nice. Also, wenn man Tourist ist, dann kann man einen Zufall, kann man anrufen, gibt es eine bestimmte Nummer. Das ist quasi so, man muss sich dann vorstellen wie eine Hotline. Und man kann dann da anrufen und dann kriegt man einen zufälligen Schweden, der sich dafür registriert hat. Und der kann einen dann über Schweden Info geben. Wie das war. Wie geil ist das denn? Und das heißt dann Zufallsschwede. Genau, du kriegst einen zufälligen Schweden, die hat quasi die Aktion, dass so. Du kannst halt da anrufen und dann kriegst du zufällig Schweden. Und da dran hätte ich immer so. Das ist total dumm. Aber nein, ist da irgendwie eine coole Aktion. Ja. Total. Schon nicht schlecht. Ja. Wenn du vernünftige Leute daran kriegst, die dir so ein bisschen die Kultur erklären können und sonst was. Mhm. Ist doch nicht schlecht. Mal interessante Orte zeigen. Ja, oder erklären. Wo man vielleicht so Geheimtipps erzählen. Ja, genau sowas. Wo man gut essen kann. Alter, in Duisburg wäre das so, wenn du einen zufälligen Duisburg anrufst, der sagt dir, wo du nicht hingehen sollst. Ja. Bleiben sie da weg. Betreten sie die Stadt da. Tiger and Turtles können sie vorbeischauen. Landschaftspark Nord, wunderschön. Dönerladen. Dönerladen, Freunde. Dönerladen, bester Dönerladen. Geil manchmal, wenn da so hier Wein-Dings ist und Streetfood und so ist das. Weinfest ist geil, ja, auf jeden Fall. Weihnachtsmarkt ist immer schön. Weihnachtsmarkt ist geil. Ja, nur stimmt, der ist nicht so überlaufen da. Also, ich mag die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt, weil die einfach immer im Weg stehen. Ja, okay, ja, das ist richtig. Das war geil zum Beispiel, weil das ist so weitläufig, so ein bisschen so aus. Das sind so einzelne Hütten, da hast du ein bisschen mehr Ruhe. Ja, das bei uns halt nicht so. Das ist alles so richtig aufeinander gepresst und dann läufst du zwei Schritte irgendwie und dann stehst du für 10 Minuten, weil die ganzen Leute da sich da wieder tummeln. Geh mal nach Zentro Oberhausen, ey, das ist Katastrophe da. Weißt du, dann muss ich da so eine Oma wegschubsen, damit ich da mein hier Glied ankomme. Wegschubsen. Ja, klingt jetzt auch richtig schön mit Hass. Bei so einem Bonzen geht wie dir, hätte ich das ja nicht anders erwartet. Ja, bist du nicht so 500 hinterher so, hier, komm, für die Krankenhausrechnung. Ja, genau. Dafür verklagst du mich jetzt nicht, jetzt halt Schnauze. Sag weg da, Oma, ich brauch mal Glühwein. Ich bin noch nüchtern. Geht gar nicht. Komm, Oma Gisela, mach weg jetzt. Ja. Beweg dich. Ah. Fertig. So, nächster. Nächster. So, wir haben jetzt eine Redewendung für euch. Oh, da kenne ich mich aus. Oder auch nicht. Ich gar nicht. Sehr gut. Okay, woher kommt die Redewendung,
Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das kommt. Okay. Also, wenn jetzt jemand hier total schockiert ist über eine Sache, dann sagt man das. Weil man halt schockiert. Danke für die Erklärung. Nein, ich bin noch nicht fertig. Das kommt nämlich, weil man früher, wenn man sauer war und jemanden schockieren wollte, hat man einfach den Fass, den Boden ausgeschlagen, damit da zum Beispiel bei Weinfesten, dass der ganze Wein ausläuft. Weißt du? Das hat meine Leute schockiert. Ich denke mal, darauf wollte ich eigentlich hinaus, was Sven gesagt hat. Das war schon bei der Weinherstellung, wie die früher in diesen großen Fässern, die wahrscheinlich immer noch mit den Füßen getreten haben und dann der Fassboden nicht ausgehalten hat, dann ist das einfach durchgebrochen. Das hat das Fass den Boden ausgerissen, ne? Mir gefiel eigentlich Sven's. Oh. Was sagst du, Yannick? Ist das richtig? Ich hab, oh. Das ist nicht richtig. Jetzt hat das so mit Überzeugung vorgetragen, dachte ich mir, komm. das ist, wenn du, man kennt ja hier, wie ist das? Wenn das Fass angeschlagen wird, ne? Ja, ja, wenn du da die Zapfen reinballerst, so ja, bam, Zapfen, bam, bam. Nee, Zapfenstreich genau. Ist doch am Ende, oder nicht? Ja, dann ist ja alles aus, also dann ist er Feierabend. Ja. Aber du haust hier du haust das Ding da rein, damit du da überhaupt ja, genau, den Hahn, den klopfst genau, du da den rein. Hahn. Ja. So, und wenn du das halt da halt übertreibst, so, dann haust du halt zu fest, dann wird halt der Boden ausgeschlagen vom Fass. Da hast du gesagt, der ist ja so ein Kraftprotz, das schlägt ja dem Fass den Boden aus. Meinst du, das liegt da? Weil er da so richtig raufgeballert hat, der Geisteskranke. Mit seinem 40er Bizeps. ist richtig, oder? Nee. Als ob. Aber wir sind uns einig, es geht um Fässer, ne? Nee, ich dachte jetzt eigentlich an Umzugskartons. Okay. Aber es wirklich fast oder fast? Also fast wie irgendwas. Fast oder fast wie. Fast wäre ich von der Treppe gefallen. Ich bin was? Fassungslos. Fassungslos! Da fass ich mir erstmal den Kopf. Die hier, die Glühbirne hat keine Fassung. Darum kommt das. Weil die Fassung dient ja auch quasi auch als Boden der Glühbirne. Okay, Yannick, sind wir bei Glühbirnen? Wir sind nicht bei Glühbirnen. Sind wir bei Fässern denn? Ich glaube, wir sind bei Fässern. Okay. Oh, das gibt's ja gar nicht. Okay, das ist vielleicht, wenn das Bier oder der Wein zu heiß geworden ist, dann ist ein Druck entstanden. Kann ich mir jetzt eher bei Bier vorstellen, nicht so wirklich bei Wein. Bei Wein, nee, doch, bei Wein auch. Wird ja gasförmig dann, ne? Braucht er ja mehr Platz, hat er mehr Druck und dadurch ist halt dann dem fast der Boden rausgeploppt, weil es halt so explosionsartig ist und rausgeschlagen wurde, hast du halt erschrocken. Ne? Du warst erstmal schockiert, dass auf einmal dem Fass der Boden rausgegangen ist. Vielleicht auch Whisky und nicht Wein oder Bier, sondern Whisky, andere Spirituosen. Alkoholhaltige Getränke, auf jeden Fall. Dann nicht. Ich hab's. Also, das haben wir früher zum Beispiel im Kindergarten gemacht, da hatten wir so einen Hügel. Und da hatten wir halt solche Fassdinger. Und da haben wir auch die Boden und den Deckel halt weggenommen, dass man halt von beiden Seiten rein konnte. Und dann sind wir da mit dem Berg runtergerollt. Okay. Deswegen. Okay. Naja, also da ist schon was. Da ist halt. Geht schon um Inhalt. Mit Inhalt. Wenn die überfüllt wurden, einfach. Ist einfach zu viel im Fass drin. Hatte da ja Boden nicht ausgehalten. Schlägt mir fast den Boden aus. Nee. Paul, ich weiß, dass ich einen dicken Arsch vom Keller habe. Das sah halt im Clip so schön aus. Thick. Ja, und nicht dick, sondern thick, Mirko. Thick. Ich habe von oft schon von Frauen gehört, die hätten gerne meine Wimpern und meinen Arsch. Oh. Maschallah, der Hübsche. Keine Arsch. Aber das haut ja den Fass nicht aus dem Boden raus, ne? Das nee. Was? Das schlägt dem Fass den Boden aus. Und die Redewendung. Fass den Boden aus. Das ist einfach, wenn du in der Fassfabrik arbeitest und den Azubi einfach sagst, hier schlag den Fass den Boden aus. Weil du die neu zusammenbasteln musst das und so. Ach, wie so ein Anti-Hall-Gerät? Genau. Nee.
auch mehr im Eimer wollt mit. Füll mal die Wasserwaage auf. Ja. Siemens Lufthaken sind sehr beliebt, habe ich gehört. Besser wurden ja früher auch von oben zugenagelt, ne? Vielleicht, wenn du dann blöd genagelt hast oder auch zu fest wieder, hast du so den Fass im Boden rausgeschlagen. Boah, das klingt auch gut. Nein. Oder das Fass wurde überladen. Wenn es fallen lässt, eventuell? Ja, überladen hatten wir schon, aber wenn das fallen lässt, so, eventuell? Ja, wenn du Menschen da drin transportierst? Also alkoholische Getränke schon eher als Mensch. Alkoholische Getränke, nicht, ob, okay. Ich weiß nicht, ob das hilft, ne? Aber es gibt ja das Sprichwort, es bringt den Fass zum Überlaufen. Gibt's ja, auch. Wenn man sauer ist, ja. Ja. Ja, das andere ist halt das Gegenteil. Das ist dann zu wenig. Wenn du glücklich bist, oder wie? Schlägt das, weiß ich nicht, das Gegenteil vom Hass ist Liebe, ne? Oder Doppelhass. Hass. Leicht. Vielleicht hatte man teilweise schlechte Fässer oder was, und wenn du dagegen geklopft hast, so, um zu testen, ob das voll ist, dann ist da der Boden rausgeploppt. Weil einfach Billigware war. Oder weil da mit rumgedoktert wurde, falscher Boden oder sonst was. Ging es um zweiten Boden? Um Schmuggel? Nee. Alkoholschmuggel? Kannst du den Satz mal irgendwo reinschreiben, Janik? Weil ich vergesse mal, wie der Satz ist. Das ist auch noch richtig. Ich glaub's dann in dem Quiz-Chat rein, ne? Da stelle ich auf, da kopiere ich mal die Frage rein. Ja. Ohne die Antwort. Warum sagt man das? Immer. So. Boykott, Redewendung. Das ist im Quiz-Chat. Schlägt dir fast den Boden aus. Vielleicht, wenn die Ware, die drin transportiert wurde, schlecht war oder falsch verarbeitet wurde oder wegen irgendwas reingetan, dann ist der Boden verätzt oder sonst was. Die Metalldinger sind daran verätzt worden. Daraus ist dann der Boden ist dann rausgefallen. Also wir sind uns sicher, es geht jetzt um Ladungssicherung, oder? Beziehungsweise Transport. Nee. Ja. Echt? Die Fässer Transport? Waren schon gesagt, dass die Fässer befüllt waren. Ja, also ich will, also zumindest. Ich gehe auch von befüllten Fässern aus und die hat man doch bestimmt irgendwie transportiert, aber wahrscheinlich auch mit so einem Auto oder so einem Transporter halt. Man muss sich einfach vorstellen, das Fass steht im Stall und der Schmied da hat, oder der Pferde beschlägt die Hufen, dann hat er die Hufen darauf beschlagen und mit, als Stütze und dann hat er halt, ne, das Fass den Boden rausgehauen. Ja, Janik, so war das, ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwie so alte Zeit war, wo irgendwie solche Transporter, die waren noch nicht geschlossen, die hatten einfach nur oben so eine olle Laderampe, sag ich jetzt einfach mal. Und wenn du dann irgendwie mit deinen 180 Sachen darüber gebrettert bist, wenn irgendwie so einen dummen Schlagloch hattest, dass die Dinger da einfach runtergefallen sind oder so, keine Ahnung. 180 Sachen LKW will ich mal sehen. Ja, damals waren das aber solche kleinen Transporter, die konnten das locker. Wenn du damals als Brauer, ne, ja, als Bierbrauer oder als Alkoholhersteller, damals, ne, hattest du nicht unbedingt so viel Zeit für Liebe, also ist dann deine Bräuerin, deine Frau, die ist dann zwischendurch zu dir in den Keller gekommen, während du da abgefüllt hast oder was. Dann wurde halt ein bisschen auf dem Fass, ne, geknattert. Wenn halt einer reinkam, ja, entweder wurde es dann halt zu wild und dadurch ist das passiert. Oder wenn dann der Lehrling reinkam, der Knecht, der hat die Tür aufgemacht und dann hat die Frau sich so erschrocken oder er hat dann so hart auf das Fass draufgehauen, weil die sich so verjagt hat, dass dadurch dann der Boden rausgefallen ist. Also es geht um Pimpern. Es geht nicht um Pimpern. Wieder mal. Janik, du suchst heute auch wieder schlüpfrige Fragen raus, ne? Das ist unfassbar hier. Hier kommt doch mal eine Antwort immerhin. zu welcher Zeit... Entweder leidet jemand oder es wird gepimpert. In welcher Zeit befinden wir uns denn? Früher. Mittelaltermäßig oder? Früher. Ja, warte, also die früher. Die wurden per Fuß transportiert. Wie bei der Hobbit. Es geht nicht um so eine bestimmte Zeit, war früher. Ja, wir erinnern uns an die Szene in der Hobbit, als die Fässer mit den Zwergen drinnen den Fluss runtergelaufen sind. Nee. es wurden halt Waren transportiert mit den Fässern, aber halt durch den Fluss. Also sie wurden halt einfach in den Fluss geschmissen. Und da haben die gesagt, das schlägt ja fast den Boden aus, weil die einfach in den Fluss geschmissen wurden. Dann sind die halt geplatzt oder sind dann gegen Steine gebollert, wenn du Pech hattest. Da haben die Leute gesagt, das ist ja so blöd, kann es doch nicht sein. Das schlägt ja dann fast den Boden aus. Also es geht schon eher um den Inhalt erstmal. Ich glaube, da kommt ihr erstmal eher drauf. Ich habe da jetzt eine kleine Vermutung.
Ich dachte, wir sind bei eher Richtung Asterix Obelix. Ich meinte, da gab es immer Charakter, der im Fass war oder so. Also, ich habe da eine Vermutung. Was ist, wenn da jetzt zum Beispiel Bier drin war und das Bier irgendwie schlecht war oder irgendwie was und dass man das dann irgendwie zerstört hat, indem man halt Boden kaputt gemacht hat vom Fass, damit das keiner mehr trinkt. Weil ja, um es ablaufen zu lassen. Oder, ja. Genau, damit da es halt vernichtet wird, weil es halt schlecht ist oder so. Nein, aber ist auf jeden Fall eure beste Antwort bisher. Es geht ums Ablaufen lassen, aber. Man wollte die Flüssigkeit, die da drin war, möglichst schnell ablaufen lassen? Nee. Irgendwelche Vorschriften wurde nicht eingehalten. Da gab es bestimmt auch schon irgendwelche Vorschriften, wie viel Zeug da drin sein muss, oder? Wenn das irgendwie nicht eingehalten wurde oder wie geschmacklich irgendwie nicht passt oder so. Und wenn dann irgendwie Vorschriften nicht eingehalten wurde, zack, kaputt. Auch nicht irgendwann Fassbier eigentlich verboten war, nur dass es für die reichen Leute war oder so. Ich deswegen wurde das immer kontrolliert und deswegen wurden die Fässer aufgemacht oder so. Wenn das Bier so schlecht wurde, dass da sich so viel Gas entwickelt haben, dass dem Fass der Boden rausploppt. Der Bass muss ficken. Nein, was? Geht aber um eine äußere Einwirkung vom Menschen. Also ein Mensch schlägt auf das Fass, auf den Boden. Da schlägt jemand auf den Boden, aber es geht quasi, was ich von euch wissen will, ist quasi, warum. Also, zu checken, ob das Fass voll ist. Und wenn er nicht voll ist, dann fliegt der Boden raus. Weil da sonst Gewicht drauf wäre, der fliegt dann halt nach oben. Also der Boden, das heißt, also fast Boden wird eingeschlagen. Aber ja. Quasi, aber warum? Also der Grund, ja, keine Ahnung, genau der Grund. Also Biervorschriften sind nicht eingehalten worden, wie es produziert werden muss, also keine Ahnung. Um die Ware da drin rauszukriegen, zu vernichten. Weil Schmuggelware, weil Prohibition damals. Weil du jetzt kein Weizen genommen hast, sondern keine Ahnung, vernichten triffst, glaube ich, schon näher. Aber nicht Schmuggel. Ihr kommt näher. Also, geht um die Prohibition. Alkoholprohibition damals. Da haben die das gemacht und haben da halt Restbestände von Alkohol vernichtet, weil Alkohol verboten war. Ich glaube, das hat man, glaube ich, im Mittelalter gemacht. Irgendwie kommt mir da wieder was von der Schule hoch. Prohibition ist falsch. Es geht nicht um Prohibition. Ich meine, das war Beamte, oder? Tee. Das ist nämlich die Boston Tea Party. Da haben die das gemacht. Nee, das war Mittelalter. Mit Bier seid ihr schon richtig. Das war, glaube ich, Bier und dann, glaube ich, irgendwie so ein Fest oder irgendwie was, irgendwie auf dem Marktplatz und dann kamen irgendwie Beamte oder irgendwas und die haben dann halt das Bier geschickt. Es war eine Protestaktion von den Brauern. Weil die zu wenig Geld gekriegt haben auf einmal. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war das, glaube ich, gängig, dass das so gemacht werden muss. Ja, war das ganz normal. Das schlechteste Bier halt vernichtet wurde. Durften die einfach nicht einen Hammer nehmen, weil das zu fest, zu stark war und mussten das irgendwie mit was Weicherem draufschlagen? Weil mit diesem Gegenstand war das zu fest. Nee, also es geht eher schon um das Bier als um das Fass. Ja, das Bier war nicht lecker. Wenn das nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut wurde. Also wegen der Kohlensäure, also, oder die bei denen steht, oder was? Ja, was Sven sagt, wäre schon ein Hinweis. Was hat Sven noch gesagt? Dass es nicht lecker ist. Ist schal geworden. Der König hat gesagt, das Bier schmeckt scheiße, macht das Fass jetzt auf und schmeißt die Plörre weg. Hat nichts mit dem König so an sich zu tun, oder geht in die richtige Richtung? Wenn der Beamte gesagt. Nee, oder wenn die Wirte oder der Testtrinker, der Testsäufer hat gesagt, das Bier schmeckt scheiße, macht das weg. Geht ja. Oder es war zu gut, das Bier, es war qualitativ gut. Andere Seite? Der Brauer hat gesagt, das schmeckt scheiße. Wir kippen das weg. Nee. Ich hab das verkackt. Der will ja kein Ding machen. Egal. Ein Teil davon. Wenn der Brauer verkackt hat, dann wurde das halt vernichtet, weil das Bier nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut wurde oder halt schlecht war. Weil da irgendwas drin war, was nicht rein sollte. Das haben die rausgefunden, dann wird das so vernichtet. Teilweise. Keine Ahnung. Also erstmal nicht so unbedingt Reinheitsgebot.
Das wurde vernichtet. Der, das wurde am Ende vernichtet. Und der Brauer wusste, okay, das ist nicht gut. Aber da fehlt noch was. Mäusebefall oder was? Schädlinge? Insektenbefall. Ja. Mhm. Irgendwie falsche Zutaten benutzt oder irgendwie was? Der Brauer wusste, das ist Scheißbier. Zu viel Wasser. Der hat das einfach nicht stark genug gebraut. Was kommt da überhaupt rein? Ja, aber wenn etwas doch rauskommt, dann ist doch die, wie Kohlensäure oder irgendwie das Bier hat zu viel Gas entwickelt, hat nicht richtig der Gärungsprozess hat nicht richtig stattgefunden, dann zu ist wenig wahrscheinlich das, ja, irgendwie so. Nee, dann wird ja das fast nicht aus dem Boden raus. Nee, das haben wir kaputt gemacht. Warm geworden, ist, oder? Zu warm geworden oder zu kalt? Oder das ist das falsch gelagert. Also das. Ach so, eingefroren, dann ist es geplatzt. Also das Zerschlagen war, vom Fass war quasi die Strafe. Weil sein Bier scheiße geschmeckt hat. Ja. Hat er die Steuer nicht bezahlt und deswegen musste er das Bier dran glauben? Nächste Vermutung. Ich glaube, der König oder so, oder es gab irgendwelche Gesetze, wie woraus ein Bier sein musste, quasi, aus, jetzt sage ich mal, Weizen. Bleib mal weg vom Gesetz Brauer, und so. Ja, Vorschriften halt irgendwie. Nee. Auch nicht. Ja, wenn Gesetz nicht, dann Vorschriften. Ja, keine Ahnung, ich kann mir das halt so vorstellen, dass es halt so... Es ging darum, dass Scheiße schmeckt. Es geht schon darum, dass es Scheiße schmeckt. Und das Fass wurde am Ende als Strafe zerschlagen. Weil er schlechtes Fass benutzt hat. Das Fass war kacke. Nee, geht wie gesagt um das Scheißbier. Hey. Also das Bier war scheiße, als Strafe wurde dann das Fass... Ja, wurde was willst du denn jetzt noch deswegen bestraft er deswegen? Ja, oder? Was hat der Brauer denn gemacht mit dem Scheißbier? Ja, weggeschüttet. Nee, das war ja eine Strafe, dass es zerschlagen wurde. Über den Lehrling gekippt dann. Nee, musste sich der Lehrling drunter stellen und dann... Hat er das abgekriegt? Er hat sich selbst bestraft und das ausgetrunken? Gut. Das Erschlagen war ja die Strafe. Er muss es ja nicht austrinken als Strafe. Dass es ausgelaufen ist und alles kaputt und nicht mehr. Ja, irgendwas hat er ja falsch gemacht, irgendwie im Gärungsprozess. Nee. Oder wie Paul sagt, Lagerung. Er hat was falsch gemacht. Ja. Mit dem Scheißbier. Ja. Der Brauer hat was falsch gemacht mit dem Scheißbier. Aber es war jetzt nicht geht jetzt nicht direkt um die Zubereitung. Was er falsch gemacht hat, sondern die Strafe war was anderes. Keine Ahnung. Der hat es auch so verkauft. So. Er hat selber getrunken. Was hast du gesagt? Reingespuckt. Er hat es verkauft. Ja. Er wusste, das ist ungenießbar, aber er hat es trotzdem verkauft. Und das ist halt. Dabei wurde er halt erwischt, dass er Scheißbier verkauft. Und das war die, und dann kam so die Polizei. Und die Polizei hat dann das Fassbier zerschlagen. Dadurch ist halt alles ausgelaufen und konnte nicht mehr verkauft werden und das war dann halt gleichzeitig auch die Strafe. Ja, ich dachte da schon, der Brauer bestraft sich selber. Ich war die ganze Zeit so verwirrt. Ja, ich auch. Ich dachte, daher kommt die Redewendung. Aber ich war so verwirrt. Das schlägt dann fast den Boden aus. Ja, genau. Hä? Weil der Brauer früher ungenießbares Bier verkauft hat, dabei wurde er halt erwischt und dann kam halt die Polizei und hat das dann... alles kaputt gemacht, hat dann den Fassboden eingeschlagen und dann... Okay. Ja. Komm, lass den mal trinken. Genau. Ich war von der Straße weg. Und das Wichtige hier ist ja, also konntest du ja jetzt nicht mehr verkaufen. Genau. Ist eigentlich gut. Logisch, ne? Na gut. Halber Punkt? Halber Punkt. Nennen wir das halber Punkt. Also wir haben es ja zur Hälfte gemacht. Ja, also, eigentlich sogar zu 80, ne? Also eigentlich so zu 80. Das war jetzt aber auch, ganz ehrlich. Eieiei, okay. Ja, ich sag, ja, ich sag, ihr habt 6,5 von 7. Das ist okay. Das ist okay. Hauptsache nicht 0. Ja. Genau. So nett bin ich ja. Der hört halt besser, ne? Ja. So. Dann zum nächsten. Gehen wir mal wieder ein bisschen nach Deutschland. Da kenne ich mich aus. Vielleicht war der da ja schon mal. Nee. Wo ist das? Nee. Ist das Amerika? Südlich von Schweden. Genau, Ruhrpott. Okay. Aber da ist ein bisschen Wasser zwischen. Okay. Ja, wenn du dich in Schweden nicht auskennst, kannst du einen Zufallsschweden haben. Dann rufst du, ich geb dir gleich die Nummer, Sven. Sehr gut, danke. Kannst du einen Zufallsschweden haben.
Lass mal gleich wirklich mal anrufen. Kannst du in Schwedisch? Nee. Ich glaube, ich kann auch Englisch, wa? Na, ich gehe mal davon aus. Das kann ich auch nicht. Ja, dann ach's rein. Vielleicht können die ja Deutsch. Mach Zeichen. Ich hoffe. Das ist dann der zufällige Zufallsschwede, der in Deutsch kann noch. Genau. Das wäre krass. Das wäre sehr zufällig. Hast du davon. Geil. Guti. So, wer oder was ist ein Schleudersachse? Das oh, das habe ich, das kenne ich. Das habe ich schon mal gehört. Okay. Fuck, Schleudersachse. Das ist ein Sachse, der sich immer entschleudert. Ja. Ganz einfach. Das ist ein Werkzeug. So. Ja. Das ist ein... Hast du denn jetzt gesagt, Yannick? Also nein? Nee, kein Werkzeug. Ja, okay, hätte ich verstehen können, weil Engländer ist auch ein Werkzeug, ne? Also. Ja, genau. Ja. Schleudersachse. Messer oder Engländer? Das ist ein, das ist kein Werkzeug, oder? Scrubs. Ist das ein Küchengerät, Yannick? Das ist ein Küchengerät wie eine Kaffeemühle. Das ist der Schleudersachse. Hm. Nee, das war zu essen. Ist das eine Waschmaschine? Das ist nichts zu essen. Ich hab nicht überlebt. Na, ich glaube, wenn ich euch in die falsche Richtung bringen würde, könnte ich sagen, damit kannst du bestimmt auch was in der Küche machen, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Küchengerät ist. Dann ist das eine Waschmaschine. Es ist ein Gerät. Es ist also ein Gerät, ein elektronisches Gerät. Nee. Nee, okay. Auch nicht. Dann ist das eine Frau zu alten Zeiten, die die Wäsche so rumgeschleudert hat, damit die trocken wird. Ja. Schleudersachse. Dann würde ich Schleudersachse nehmen. Ja. Oh Mann, ich hab das schon mal gehört. Nee. Ich weiß nicht, was das ist. Alter, ey, was könnte das denn sein? Schleudersachse. Ist der Begriff denn noch geläufig? Also benutzt man den heute noch oder auch ein ganz alter Begriff? Das ist, würde ich sagen, aktuell. Boah. Ist eine Wäscheschleuder einfach, doch. Ja. Ich werde auch so bei Wäsche tatsächlich. Wäscheschleuder. Das ist eine Waffe. Das ist nämlich eine, das ist eine gewisse Art der Schleuder, eine gewisse gebaute Schleuder, die halt von den Sachsen damals verwendet wurde. Oh, ja. Das ist eine Schleuder. Steinschleuder. Oh. Vielleicht auch eine Art Tribuchet. Also ein größer. Nee, nee. Also ich glaube, wenn du willst, dann kannst du bestimmt damit erschlagen, aber ich glaube, gut, das kannst du mir. Nudelholz. Und einfach eine Stange. Das ist einfach eine Stange, kannst du theoretisch als Nudelholz verwenden. In der Küche kannst du damit jemanden erschlagen. Schleudersachse. Mit Waschen hat das auch nichts zu tun, oder? Nee. Dann vielleicht irgendwas mit Geld, weil... Man kann ja auch Geld verschleudern, also diese Redewendung kenne ich halt noch. Vielleicht irgendwie, dass das ein Sachs ist, der irgendwie viel Geld ausgibt oder irgendwie sowas. Also dass sein Geld irgendwie aus dem Fenster auswirft, also reich ist oder so, keine Ahnung. Der verschleudert sein Geld. Ist schon besser, ist besser als Wäsche. Besser als Wäsche. Der Schleudersachse ist ein Schmetterling. Okay. Oder macht er Schmetterling? Und anstatt zu schmettern, schleudert er sich halt vorwärts. Also er schmettert nicht seine Flügel, sondern er schleudert sich vorwärts. Da schmeißt sich immer nach vorne. Ja, genau. Das ist, der ist gelb mit richtig schönen lila Punkten. Teilweise auch pink. Mhm. Nee, nee. Also Schleudersachse gibt's für Svens Ursprungsfrage gibt's seit 2004. Seit 2004. Seit 2004 gibt es den Begriff Schleudersachse. Oh, mir kommt das irgendwie bekannt vor. Ist dieses Jahr auch. Hat das irgendwas... Das ist Attraktion auf dem Jahrmarkt. Auf der Kirmes. Nee. Das ist eine Art Schiffsschaukel. Oh, ich... Es hat was mit Geld zu tun, weil du sagtest, es ist besser dran, also als waschen. Also muss es ja irgendwas mit Geld zu tun haben, dann. Eine Geldbörse einfach. Eine gewisse Geldbörse. So eine Geldbörse mit Kette dran. Weißt du, Portemonnaie mit Kette dran, Schleudersachse. Die kannst du auch schleudern, den liegt fest. Eine Kette. Also was Sven vorhin gesagt hat, war schon nicht schlecht, aber war noch nie gut. Was hast du nur gesagt, Sven? ich habe gesagt, das ist ein Sachse,
der viel Geld ausgibt, also so, der sein Geld verschleudert. Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es die Regierung ist, quasi, die wie Steuergelder oder so verschwendet. Sehr gut, ja. Oder etwas, worauf dann Geld verschwendet wurde, das Objekt. Das ist eine Schleudersachse, so eine Aussichtsplattform, die dann 50 cm hoch ist. Genau. Zum Beispiel für 2 Millionen Euro. Das ist ein Schleudersachse. Nee, das ist ein Spielautomat. Da verlierst du dein Geld. Also so wie Janika guckt, sind wir nah dran. Also den Schleudersachsen selber habt ihr noch nicht. Aber das Ding, ihr seid quasi. Ihr seid im Themenbereich. Ja, das ist dann der Politiker, der dir Geld verschwendet, ist dann der Schleudersachse, weil er ist halt ein sächsischer Politiker, der Geld verschleudert. Ja. Also Steuergelder. Am Ende ist das nicht wie so ein Preis oder irgendwie sowas. Also, Michael Kretschmer war auch mal Schleudersachse. Aber es muss nicht unbedingt eine Person sein. Wer ist Michael Kretschmer? Ministerpräsident in Sachsen. Okay. Also, Politiker. Aber es muss keine Person sein. Es muss keine Person sein. Das würde dann wieder Sinn machen mit der Politik und den Steuern. Also. Ja, eine Person, die sehr viel Geld rausschmeißt und dann auch zeigt oder was? Oder halt ein Objekt, was dann unnötig einfach ist. So übertriebener Luxus. Was sagen die Steuersachse dazu? Die Sachsen. Wir müssen, ihr seid immer noch im Themenbereich, aber wir müssen einen Schritt vorher. Schritt vorher? Ihr seid einen Schritt zu weit. Das ist einfach jemand, der sehr viel Geld verdient. Das ist einfach ein hoher Geldbetrag. Oder jemand mit sehr viel Geld. Also ihr habt so gesehen die zweite Hälfte, aber die erste fehlt mir noch. Wird die Person gewählt oder ich sag jetzt einfach mal Person, wird das gewählt oder wie wird das entschieden? Wie ermittelt man das? Das will ich hören, ja. Ja, keine Ahnung, eine Preisverleihung. What? Wird ausgelost. Ja, man kriegt halt irgendwie einen gewissen Betrag und den verschleudert man. Den Betrag, den hat man sich halt nicht selber verdient, sondern den hat man halt geschenkt bekommen. Ah, oh, keine Ahnung. Nö. Nee. War Preisverleihung oder irgendwie sowas nah dran? Es gibt auch diesen Preis für die Leute, die doch irgendwie dumm sind oder so, weil die sich irgendwie. Das ist eine Auszeichnung, keine Preisverleihung. Du bist der Schleudersachse. Ist schon nicht schlecht, Sven. Teil. Ganz ehrlich, ne? Vielleicht Pokal oder sowas. Oder eine Medaille. Du bist der größte Vollidiot. Du hast so viel Geld verschleudert für irgendeinen unnötigen Scheiß. Jetzt bist du der Schleudersachse. Hier hast du deine Auszeichnung. Wie war das bei Zirkus Halligalli? Der goldene Umberto. Irgendwie sowas. Also so eine Art Wanderpokal oder wie? Ja, gut, aber der goldene Umberto war ja die Auszeichnung für. Den Großkreuz hatte ich ja, meine ich, damals, weil der in dem Werbespot so unfassbar schlecht war. Dann weil die gesagt haben, boah, das ist so unfassbar schlecht geschauspielert, der kriegt jetzt den goldenen Umberto. Und so ist das halt dann mit Geldverschwendung. Jemand verschwendet einfach so unnormal viel Geld oder auf irgendwas wird so viel Geld verschwendet. Der kriegt dann die Auszeichnung offiziell, wird dann von irgendeinem Komitee ermittelt. Das ist jetzt der Steuersachse. Das klingt schon geil. Da ist mir alles ein Glück dran. Ja, sehr gut. Sven, hast reine Vorarbeit. Ja, geil, ne? Teamwork hier. Ja, so der Steuersachsen ist ein Negativpreis für die größte Steuerverschwendung in Sachsen. Genau. Genau. Ja. Und genau, der Preis wird vom Bund der Steuerzahler initiiert und jährlich kann dann online darüber abgestimmt werden. Also es ist ein digitaler Preis quasi. Ist ja nett, dass das hier nah genug dran war, nachdem ich alles gesagt habe, was man im Prinzip sagen musste. Also, ja. Es ist ihm nah genug dran. Ich bin dagegen gekommen, also. Also, Paul, du hast es genau rausgefunden. Also, quasi, du bist aufgestanden, Paul. Ich hab dir dann zum Aufstehen geholfen. Das ist geil. Das ist ja nett. Ja. Du bist dann nachher angerannt gekommen, hast mir die Hand gegeben, hast gesagt: Boah, jetzt hab ich dir aber geholfen im Aufstehen. Ja, genau. So fühle ich mich gerade. Gut, dass du mich hattest. Dieses Jahr ist zum Beispiel an die Verwaltung von der Stadt Leipzig gegangen. Wir haben Rückkehr in einer von 8 Jahren veräußerten städtischen Immobilien für das 30-fache des Kaufpreises. Ach ja, hab ich. Hab ich das denn? Was ist das? Danke, Mirko.
Pille. Ja, und seit 2004 ist das wird das gemacht. Können wir das auch wieder gemacht? Was haben wir getan? Achso, gesubbt. Oh, Ehrenwert. Hm. Ehre. Hast du ja, also die Verwaltung von Leipzig hat das verkauft für 500.000 und 8 Jahre später für 15 Millionen gekauft. Also das war das war's dieses Jahr. Geil. Die größte Steuerverschwendung. Ja, nicht schlecht. Ja. Sind schon wild unterwegs, die Leute. Ne? Ja. Wollt ihr noch? Ja, bitte. Okay. Hast du noch einen? Ich hab noch ein paar. Oh. Ja, theoretisch können wir noch 2 Tage weitermachen. Okay. Ja, das ist das Praktische an dem Format. Wir können einfach so lange weitermachen, bis ihr sagt, okay, wir machen jetzt einfach 2 Stunden oder 2,5 oder schon nice. Mal gucken, wie weit man bis dahin kommt. Ja, okay. Also eins haben wir nur zur Hälfte geschafft. Genau, also ab 7,5 von 8. Ja. Das ist schon gut. Ja, wo eigentlich hätten wir den 8. auch schon kriegen. Schon okay. Ne? Also, na, also schon auch. Mehr als die Hälfte gelöst. Ich muss euch so viel entgegenkommen. Also mehr als jetzt gerade. Aber wir wissen ja, dass Sven ist ein Bonzen. Ne, klar. Und Sven geht ja immer zum Bankautomaten und guckt dann, okay, ich guck mal, wie viel Geld ich habe. Sagt ja dann immer die Person links und rechts neben ihn, guck mal, so viel habe ich, bin krass. Ne? Und dafür muss Sven ja was eingeben, nämlich eine PIN-Nummer. Aber warum ist sie eigentlich vierstellig? Jetzt geht's darum, warum unsere Pins bei der Bank vierstellig sind, oder was? Ja. Weil du mehr nicht einspeichern kannst auf dem Magnetstreifen. Nee. Tarnspeicher. Boom! Sehr krass. Weil man sich nicht mehr Zahlen merken kann. Ja, weil es echt eine gute Zahl ist, was sich jeder merken kann. Damals war die Menschheit noch dumm. Ging nicht mehr. Nee. Weil das sicher genug ist. Weil um das zu knacken, ein Computer zu lange bräuchte. Weil die Kombinationen zu viele sind. Und dann haben die gesagt, das reicht dann. Muss man nicht weitermachen. Dann kann sich das jeder merken. Kann ich geknackt werden, Ast rein. Ich glaube, das ist nicht richtig. Nee, ist nicht richtig. Weil früher viele Pins mit Datum versehen wurden. Geburtsdaten. Nee. Oh. Ja. Warum macht meine Kamera jetzt so? Okay. Scheint auch nicht richtig zu sein. Nee. War damals vielleicht wirklich das Datum, wann der Konto eröffnet wurde? Das war halt vierstellig dann immer. Genau, 1900 irgendwas oder so. Wobei, das wäre ziemlich dämlich, weil so viele Karten in der Nähe den gleichen PIN dann. Das wäre schon nicht so smart. Weil das muss doch eigentlich eh passieren, oder? Dass mehrere Karten den gleichen PIN haben. Oder gibt's. Wie viele Kombinationen sind das bei 4 Ziffern mit 0 bis 9, also 10 möglichen? Ein paar Millionen? 10.000 mögliche Kombinationen. Mehr nicht? Das ist halt nicht viel, ne? Bei allein aus 4 Ziffern bestehende PIN mit 4 Stellen, also nur 10.000 mögliche Kombinationen. Wenn man im Alphabet wären es 26 Millionen, aber bei Ziffern nur 10.000. Hat ein paar ja recht, dann müsste ja irgendwann doppelt alles bei jemandem kommen. Weil Banken nur 10.000 Karten oder Konten haben dürfen. Und durch diese Begrenzung von Kombinationsmöglichkeiten bei der PIN, kannst du halt jede Karte nur ein einziges Mal haben. Also kannst du den PIN nur ein einziges Mal vergeben. Dementsprechend hast du ein Limit von 10.000 Karten. Aber du kannst den PIN doch selber ändern. Kunden. Also, du kannst den das PIN wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht. Echt nicht? Nee. Wusste ich auch nicht. Das wusste ich nicht. Aber ich glaube, wir haben manche Leute auch nicht 4 Stellen, sondern auch 5 Stellen. Du weißt es ja nicht, ob welche, wer vielleicht. Ja, kann ja nicht sein. Nee, ich glaube, 4 Stellen ist die Frage. Die Frage ist ja, warum ist sie 4 Stellig? Da kannst du jetzt ja nicht sagen, dass 5 Stellig. Oh, was? Aha, die ist nämlich eigentlich 6 Stellig. Aha, das ist eine Trickfrage. Das stimmt nämlich gar nicht, ob die 4 Stellig ist. Das war eine Bait-Frage, einfach nur, damit ihr mal nicht drauf kommt. Weil es uns unübersichtlich wird. Für die Bank.
Also ich bleib dabei, das hat irgendwas mit Merken zu tun, dass man sich nicht mehr wie viel merken konnte oder so. Nee, das hat damit zu tun, dass die numerische Tastatur, wie auch bei uns auf einer normalen Tastatur, also mit einer Num-Tastatur, die geht ja nur von 1 bis 9 und deswegen... Das ist die Masse 4 oder wie? Ja. Ja, wir gucken mal. Das hat gar keinen Sinn ergeben, was ich gesagt habe. Also, der Ansatz von Sven gefällt mir. Sven wieder mit dem Ansatz hier. Was war der Ansatz? Dass ich nicht mehr wie viel merken konnte. Also geht's um Merken. Ach so, weil früher gab es kein System. Die hatten ja, die Computer gab es ja noch gar nicht. Also, warte mal, Quatsch. Das macht ja gar auch keinen Sinn. Bist du da hingegangen, hast der Kassierer, hast der Bankfrau deine PIN geflüstert. Moment, es gab's ja selbst. Es gab's ja selbst. Selbst sind doch, also jetzt so mechanische Selbst sind doch auch mit so einer Art PIN versehen. Ja, da drehst du ja so ein, zwei, safe, genau, drehst du, ja. Ja, und dann ja, hast du auch nur vierstellig gehabt. Vielleicht ist das so ein historisches Ding. Aber so ein Fahrradschloss ist doch auch vierstellig, oder nicht? Nein, es gibt so welche mit drei. Liegt halt vielleicht daran, dass die Bank einfach dieses Verzeichnis hat von den PIN-Nummern. Und wenn die noch länger stellig wären, dann wäre das einfach für die Datenmenge nicht handelbar, was ich ziemlich unrealistisch finde. Kann ich mir eigentlich vorstellen. Aber vielleicht haben die dafür nicht die Serverkapazitäten gehabt damals. Und heute noch nicht. Gehst du heute zur Bank? Nee, wir können sie nicht aufnehmen, wir sind leider voll. Ja. Voll geil. Das wäre schon interessant. Ich sag also, einfach mal, merken. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, die haben das erst einfach beschlossen, weil die dachten, dass die Leute sich nicht mehr wie viel merken können. Also wurde das jetzt gesetzlich so vorgeschrieben, dass alle PINs irgendwie vierstellig sein müssen. Ist so eine gesetzliche Regelung oder Norm? Keine gesetzliche Regelung. Glaube ich nicht, dass das gesetzlich ist. Aber es ist eine Norm. Da müsstest du ja dein Handy also es, ist, also es ist eine. Es, die sind auf jeden Fall vierstellig. Und es geht quasi um den Ursprung. Also müssen wir ein bisschen. Mitmerken. Mitmerken. Also das war okay. Dann sag ich jetzt einfach mal, der Typ, der sich das ausgedacht hat, hat irgendwie seine Zahlenkombination vergessen. Oder wusste irgendwie und hat irgendwie nur noch 4 Zahlen gewusst oder so. Und dann haben die jetzt einfach gesagt, ja komm, wir nehmen jetzt noch 4. Ja, das denke ich mir auch, dass der menschliche Verstand sich halt 4 Zahlen merken kann. Und halt nicht mehr, dass man das rausgefunden hat mit Statistiken. Keine Statistik. Das halt der große. Einfacher, okay. Dann sage ich jetzt einfach mal, der Typ hatte den Code so als Probe irgendwie, keine Ahnung, 6 Ziffern oder so. Und dann wusste er am Ende, weil er, keine Ahnung, zu blöd war, wusste er nur 4. Ja, genau. Nee. Aber es geht nicht. Aber der Erfinder und merken. Das ist schon mal Hälfte habt ihr. Der Erfinder und merken. Keine Ahnung. An einer Hand hast du 4 Finger nur und deswegen kannst du dir 4 Sachen merken. Der Daumen ist ja nicht so Daumen. Und du hast 4 Finger. Weil Finger. Meinst du wie Peter mit 4 Zehen und der hat einfach nur 4 Finger da? Genau. Ja, genau. So was. Das wäre krass, aber nicht. Nee, keine Ahnung. Aber ich dachte, auch einfach, seine Mitmenschen können sich nicht mehr merken. Der dachte einfach, boah, alle sind so blöd außer mir, die können sich das nicht merken. Mitmenschen. Ja, gut. Dann sag ich jetzt einfach mal, die Frau hat es nicht hinbekommen. Ja, genau. Lava! Als ob! Ja, genau. Meine Frau ist so blöd. Der Erfinder des Geldautomaten hatte eine Frau. Und die hat quasi zum gesagt, mehr als 4 Zahlen kriege ich aber nicht hin. Und deswegen ist 4-stellig. Stark. Das ist ja das Sexistische, was die Geschichte ja je gemacht hat. Also eine des Sexistischen. So. Nee, so überhaupt nicht. Der hat ja nicht gesagt, dass Frauen sich das nicht merken können, sondern seine Frau hat ihm gesagt, Schatz, ich kann mir nicht mehr als 4 Ziffern merken. Und ich möchte auch diesen Automaten benutzen, also bitte mach dazu, dass ich mir nur 4 Ziffern merken muss. Das hat mit Sexismus ja wohl gar nichts zu tun, Mirko. Gut gerettet, Paul. Also, das ist jetzt, da ist es jetzt absolut deine Wahrnehmung. Das finde ich jetzt extrem sexistisch von dir, dass direkt davon ausgegangen wird, dass der Mann davon ausgegangen ist, dass die Frau auch nur 4 merken. Ein Geschlecht sind. Ja, gut, soweit habe ich dich nach. Mirko. Jetzt muss ich aber auch mal, ne? Boah. Hashtag ich cancel Vater, Mirko bitte heute das. Auf. Hashtag cancel Daddy Mirek auf Twitter bitte heute. Dankeschön. Nächsten. Okay. Wollt ihr noch eine Redewendung oder wollt ihr nach Kopenhagen? Erstmal die Redewendung, oder? Was? Erstmal die Redewendung. Was Lustiges.
Ich finde alles lustig. Euch zu also lustige, zuzuhören finde ich immer lustig. Dann nehmen wir eine lustige Redewendung. Die Redewendung, alles klar. Woher stammt die Redewendung auf dem Putzhahn? Okay, brauche ich nicht mehr in Discord schreiben, Sven sagt es jetzt einfach. Das ist, also du, wenn du ein Haus baust, dann musst du ja verputzen. Also ja, die ja, Wände. Richtig. Genau. Und dann war da einfach irgendjemand so besoffen und dann hat er einfach den Putz ja runtergehauen. Oder wenn man halt abreißt, dann so also auf den Putz hauen, davon kommt das. So Abrissparty-mäßig. Nein. Das war keine Abrissparty. Nein, das machst du einfach nur, um zu testen, ob der Putz gut ist. Ob der gut vertrocknet ist. Stimmt. Dann merkst du ja, ob der fest geworden ist. Stimmt, das kann man auch machen. Du baust dann drauf und dann guckst du, ob der gut verputzt hat. Und wenn der schlecht verputzt hat, wird es abröckeln. Genau, oder klingt auch irgendwie komisch, oder nicht? Auf dem Putzzaun ist doch eine Redewendung dafür, wenn man Party macht. Wollen ja, aber das muss irgendwo ein Ursprung haben. Heute, ja eben, genau. Das muss doch eine Party zu tun haben. Du feierst deine Party. Ja. So, und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Einweihungsparty ist in einem Rohbau oder was, da der Rohbau steht, ist verputzt. Ist das mehr als Rohbau mit verputzt? Ich weiß es nicht. Wenn verputzt wurde, das ist so ein Rohbau Meilenstein. Rohbau ist ohne verputzt. Okay, dann, wenn gerade verputzt wurde, dann ist der Meilenstein, wann ist bezugsfertig? Nämlich, dann ist das Haus bezugsfertig und deswegen feierst du da die Einweihungsparty drin und da halt der Putz noch zu sehen ist, ist noch nicht tapeziert, also ist noch nicht wirklich eingerichtet, aber ist bezugsfertig, dann feierst du da schon mal eine Party oder feierst deswegen. Daher kommt das. Aber als Party feierst du ja erst, wenn wirklich auch die Wände gestrichen sind und tapeziert sind. Ja, nee, manche nicht. Früher war das halt anders, war Tradition, das Haus war gerade verputzt, also feiern wir jetzt. Hat Ben die auch schon gemacht, bevor es fertig war? Nee, ich glaube auch erst, wo er Möbel und sowas drin stehen hatte. Ja, oder was? Ey, kannst halt nochmal machen. Nur ich denke mir halt, ist schon geil, wenn du so eine Party hast, wo dann das Haus im Prinzip noch im Rohzustand ist, sag ich mal. Also, wenn ich tapeziert und ich muss dir keine Sorgen machen, dass da was passiert, kannst du richtig ab. Hallo, scheinige Freunde. Ja, dadurch, dass du halt keine Tapete und nichts hast, kannst du halt richtig abgehen oder auch Flaschen schmeißen und so, das ist halt nicht schlimm. Ja, weil wenn Putz auch kaputt. Wenn du jetzt Flaschen gegen den Putz ballerst, dann geht der Putz zurück, wieder Putz auch. Ja, weiß ich nicht. Das ist ja die andere Alternative, dass du halt so abgehst und den Bass so aufdröhnst und so, dass die Wände so vibrieren, dass du halt den Putz, dass der Putz von der Decke fällt oder von den Wänden fällt. Dass du halt einfach zu laut bist. Oder, also, Yannick, ja, nächste, ja? Dass du unter jemandem wohnst, der gerade eine Party feiert und die trampelt so rum, dass halt der Putz von der Decke fällt wieder. Also, dass die halt einfach umtanzen. So, als würde einer mit dem Hammer draufkloppen. Okay, also quasi wie bei SpongeBob, als er Qualenparty gefeiert hat und die Genau. Ersorgen werden. Genau. Ja. Und jetzt hast du drei Möglichkeiten, die ich dir gerettet habe. Ja, einen davon also ich war noch nicht dabei. Aber ich würde als Tipp sagen, im entferntesten Sinn hat schon mit Party zu tun. Wirklich Party. Wenn wir Fantasy sind. Also eine Veranstaltung. Ja, ich quetsche mich nicht aus. Ich muss euch ja ausquetschen. Ich bin immer noch bei der Tradition, wenn der Toast gerade verputzt wurde, Meilenstein. Ja, und da wird halt was gemacht. Da wird halt der Putz nochmal abgeklopft, um zu sehen, ob der wirklich fertig ist. Und dann wird danach gefeiert. Nicht der Putz. Oder danach wird dann. Wie nicht der Putz? Die Tapete. Kein Haus. Keine Ahnung. Man hat sich irgendwie zusammengeschlagen oder irgendwie so? Kein Haus. Ja, also ich glaube. Man mischt den Putz noch an. Kann man Putz anmischen? Nicht der Putz. Ja. Wie nicht der Putz? Nicht der Putz. Das ist ein anderer Putz. Weil er sagte, wir sind mehr Richtung Party, also. Was gibt's denn noch für einen Putz? Hä? Mit einem Wischmopp putzen da so Party machen oder was? Putz. Oh, geht's ums Putzen wirklich? Wie heißt das? Bei Helm gibt's da nicht auch dieses Federschmuck? Nennt man das nicht auch Putz oder so? Also bei Ritterhelm. Ja, klar. Hieß das nicht auch irgendwie bestimmt. Putz? Ah ja. Oh, Janik, hilf mir jetzt mal. Was denn? Ich habe noch keine Theorie gehört. Achso, ja. Sag ich jetzt mal, ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Federschmuck auf dem Ritterhelm Putz heißt. Und dann sind da zwei Ritter, die hatten jetzt, keine Ahnung, Mann-gegen-Mann-Kampf jetzt irgendwie und haben sich halt
gegen den Federschmuck oder gegen den Helm geboxt oder so, keine Ahnung. Ja, die haben sich halt ordentlich mit den Schwertern und so direkt auf den Helm gehauen, ja. Ja, auf den Putz gehauen. Ja, da haben sie auf den Putz gehauen. Finde ich gut. Sven wieder. Sven wieder. Der carried uns hier. Das ist nämlich richtig. Das ist nämlich richtig, ja. Lava! Als ob. Als ob, ey, Sven, du bist so geil. Das gibt's doch gar nicht, als ob. Ich war gerade die ganze Zeit am überlegen, wo Janik meinte mit anderen Putz, dann dachte ich gerade so, boah, was heißt noch Putz? Wir haben mal alle Hallo gesagt. Ja. Ich hab nicht Hallo gesagt, hallo. Ich hab so gemacht, hi. Ja, also, was die Redewendung stammt aus dem Mittelalter. Ne, und ist quasi der Helmschmuck. Der wird so bezeichnet, wie es Sven schon gesagt hat. Und bei Turnieren ging es natürlich dann darum, den hat man versucht, den Helmschmuck vom anderen quasi zu hauen. Und da also zu zerstören. Und deswegen auch mal auf den Platz. Was sind das bitte schon für Turniere? Also ich kenne nur diese Turniere, wo man auf Pferd sitzt und mit dieser Lanze aufeinander zureitet und sich dann irgendwie aufspießt. Ja, das, nee, ist aber das ist natürlich besser. Aber wir haben auch auf den Putz gehauen. Das wird heute noch gemacht, diese Mittelalter-Duelle und so. Das ist richtig geil. Ja, aber nicht mehr mit richtigen Spießen. Also so, nur noch diese Abbrechspieße. Dann sind wir dabei bei Quatsch. Nee, ich rede jetzt von also Ritter auf dem Boden mit Schwertern. Ach so. Und mit Keulen und so weiter. Also die hauen sich da richtig auf den Dötz. Aber nicht richtig, also nicht mehr echte Waffen, oder? Also, oder? Das sind echte Waffen. Klar. Du kannst halt. Das ist halt nicht so, die haben halt dicke Rüstung an. Also die haben halt richtige Ritterrüstung an, da kommst du halt nicht durch mit dem Schwert. Ja. Du schneidest halt niemanden. Kann auch sein, dass die Schwerter ein bisschen stumpf sind. Aber die hauen doch, die hauen da einfach mit einer, mit einem Morgenstern oder was, hauen die dir voll ein auf den Dötz. Da kennen die nichts, die hauen dir da richtig ein ins Gesicht. Ja, also ich hab halt gar keinen Bock drauf. Das ist richtig geil, was die machen. Das ist so ein brutaler Sport. Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt so einen Billigstein, ne? Man kriegt dann so einen Morgenstern gegen den Kopf und dann hast du auf einmal so einen Stachel im Kopf drin sitzen. Nee, du hast keinen Stachel. Nee. Weil dein Helm billig ist. Wir reden jetzt nicht von einem Morgenstern wie bei Herr der Ringe, also mit der Kette, was ja auch eigentlich kein Morgenstern ist, sondern ein Dreschflegel. Ja, meine ich ja. Ja. Aber wir reden jetzt von der normalen Hiebwaffe, also von einem Streitkolben. So. Streitkolben, nicht Morgenstern. Morgenstern ist ja manchmal spitzen. Von einem Streitkolben, also einem stumpfen Ding im Prinzip, was dir dann die Rüstung verbeult. Oh geil, du hast mir in die Beule reingehauen. In der Leiterkampf, okay. Ah, kann so sein. Ah, das ist schwierig. Nein, ja. Das ist schwierig. Für dich ist das schon alles easy. Aber Sven, wie willst du dich hier in Kopenhagen? Wo ist Kopenhagen denn? Über dir. Ich würde sagen Europa, auf jeden Fall. Ja, okay. Ist das nicht Kiel oder so? In Crusader Kings hat das Jarl Sigurd. Schlangenaugen. Ja, okay. Kommt in ein paar Jahren Quiz. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung wir uns befinden. Okay. Okay. Kopenhagen, nicht Dänemark? Ja. Kiel, Dänemark, okay. Alles dasselbe. So, welche Besonderheit Kiri. Hat sich ein Bootsverleih in Kopenhagen einfallen lassen? Boote verliehen, umsonst. Nacktouren. Beim Boot. Kannst halt nackt mitfahren. Warte, war jetzt nochmal die Frage. Ich poste die nochmal rein. Die haben ein Tretboot erfunden. So. Angeltouren auf Boot. So. Die haben da Tretboot erfunden. Oh, einfach noch einen schönen Abend. Danke für den richtig. Dann ein schönes Wochenende, falls man sich nicht mehr sieht oder hört. Welche Besonderheit hat sich ein Boot verleihen? Ja, das wäre das halt. Das ist halt krass. Ja, guck mal, wir haben ja gerade über Reiterkampf geredet, dann haben die das einfach mit Bootsverleih gemacht. Dann haben die das einfach. Dann sind zwei Boote gegenübergestellt und die mussten sich auch gegenseitig schlagen. Ja, genau. Einfach das Speedboot und die mussten aufeinander zufahren, weil wer explodiert hat verloren. Mit so einem Jetski. Mit so einem Jetski. Ja, genau. Ja. Über was für Boote reden wir denn? Über den Bootsverleih. Ja, sind das Drehboote, kleine Segelschiffe, sind das hier vielleicht Speedboard? Ist das Besondere, vielleicht nicht, nur du musst das. Ja, dann sag ich, das Ding hat hier Luxusschiffe zu verleihen. Also solche Luxus hier, Sportdinger da. Schon diese ganz teuren Dinger. Nee. Ich hatte irgendwie eine Fliege oder so an meinem Mikrofon, die wollte nicht loslassen. Nein. No.
Ja, die hat ja auch ein wichtiges zu sagen gehabt. Die wollte gerade bestimmt die Lösung flüstern. Morsekutsche aufmachen. Ja, ist richtig. Was ist richtig? Die Fliege? Die Antwort der Fliege, wenn ja, Besonderheit. Du kriegst einen Döner kostenlos dazu. Boah, ist ja geil. Und zu essen. Nein, die kriegst du kannst. Ja. Die machen Hochzeiten. Vielleicht. Nee. Die veranstalten Hochzeiten auf dem See. Die haben gar keine Boote. Die verleihen nämlich Ski. Oder Schwingschleifer. Schwingschleifer sind das in der Regel, die du kriegst. Was ist das? Das ist ein Schwingschleifer. Ein Schwingschleifer? Das ist ein Werkzeug. Ach so, ja, keine Ahnung. Ist die Besonderheit denn im Service oder an den Booten? Eher das Erste. Am Service? Mhm. Ein Teil hast du noch, würde ich schon sagen, genannt. Der Verleih, die, das sind alles alle, Ollen, die kommen in Bikinis immer raus, oder was? Moment, nackt hatte ich schon gesagt. Ach so. Aber ich hatte Nackturen gesagt. Ja. Wenn die im Bikini nicht touren, dann ist was anderes. Also ich hatte gesagt, hier besondere, wir weit weg gewesen. Besondere, teure Boote werden verliehen. Und was hatte ich noch gesagt? Gratis oder so? Keine Ahnung. Ja, du kriegst ein Glas Cola umsonst oder irgendwie sowas. Oh. Egal, aus welchem Land du kommst, die sprechen deine Sprache. Die Boote? Nee, die Bootsverleiher. Also die Leute, die da arbeiten, die haben immer jemanden, der deine Sprache spricht. Die haben im Prinzip aus dem Land der Erde einen Menschen, oder? Ja, als Service? Nee. Ist das nicht Zusatz? Ja, als Service. Dass jemand deine Sprache spricht und reinkommst. Du kannst da Jetski, nicht Jetski fahren, du kannst da Wasserski fahren. Die bieten dir an, dass du Wasserski hinter dem Boot fahren kannst. Nur daran jetzt so besonders, das weiß ich jetzt auch nicht. Oder dieses Fallschirmdings, dass du dich dahinter hängen kannst. Ja. So was? Bieten die ein besonderes Erlebnis das ja, an? Das ist ja nichts Besonderes, wenn du, weißt du, dieses Fallschirm, also das mit dem hinten dran, das kannst du ja überall machen. Das ist bestimmt irgendwas mit Tauchen, oder? Kopenhagen hat sich ausgedacht und das gibt's auch nicht. Mit Tauchen, macht ihr so Trend-Events oder so? Nee. Auch nicht. Drachenboot-Rennen. Oh, vielleicht gibt's das auch mit Rekordzeit, aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Haben die eventuell dieses Boot, wo der Boden aus Glas besteht? Es geht mehr um den Bootsverleih als um das Boot selber. Okay. Die haben einmal in der Woche einen Gratistag? Ich glaube nicht. Oh, Yannick sagt, Öfters? Da kommen Gratistag. Leute in einem gewissen Alter kommen kostenlos, können sich kostenlos ein Boot ausleihen. Oder Leute von einem gewissen Berufszweig, Polizisten, Feuerwehrmänner oder sowas. Allgemein werden Boote kostenlos verliehen? Wenn? Du dem Besitzer einen Kuss auf die Wange gibst, so. Nein. Wenn du ein Lied singst. Wenn man aus Dänemark kommt, also Staatsgewalt. Für eine Geburt, ja toll, so der Klassiker, wenn du Geburtstag hast, dann hast du umsonst. Das ist eigentlich ein Restaurant, und zu jeder Mahlzeit, da kriegst du halt, kannst du kostenlos das Boot dann benutzen. Dann kannst du auch auf dem Wasser essen, theoretisch. Nee. Das ist mein Geburtstag war richtig, Janik, ne? Also kostenlos ist so okay, oder wie? Kostenlos ist die Hälfte. Aber warum ist das kostenlos? Ja, wenn du Geburtstag hast, wenn du... Also, wir reden auch nicht davon, dass was anderes dafür geboten wird. Also ein Song die sagen, oder eine Geschichte. Hier, du darfst damit kostenlos fahren, aber... Du musst doch vielleicht was für die erledigen dabei. Irgendwie die den Krabben, oder? Krabbenfallen oder so musst du vielleicht rausholen oder reinholen oder leeren. Das Boot putzen. Oder das Boot putzen, ja. Nee, oder betanken. Ja gut. Aber du musst das für die erledigen dafür. Mhm. Hat was mit Fischerei zu tun. Ne? Du musst da denen irgendwie einen Fisch mitbringen. Die Toilette putzen. Klo putzen finde ich gut. Ich könnte Tipp geben, da würde Sven helfen. Ne? Keine Ahnung. Du musst für die was nachgucken auf dem Wasser dann. Das ist jemand aus dem Wasser, was du checken sollst. Ob das in Ordnung ist. Noch eine Boje oder so. Ja, genau. Das ist jemand auf dem See, was du dann kurz checken sollst. Vielleicht wohnt da mitten auf dem See, gibt es da vielleicht ein Haus, wo ein Verwandter wohnt von denen. Du sollst kurz checken, ey, geht's dir gut? Ja, aber macht auch keinen Sinn, oder? So nicht.
keine Ahnung, musst du denen irgendwie Pfand geben oder irgendwie was, dass du, keine Ahnung, du gibst ihnen dein iPhone und sagst hier, dafür nee, du musst schon was für die machen. Okay. Du musst einmal Fullspeed fahren und gucken, ob der Buddha noch macht. Nee. Also so, einmal Dienstleistung unterm Tisch. Beim Fischen war der aktuell am nächsten dran. Fischen, okay. Ja, fischen, ja, hast du denn gesagt. Mal gucken, dass da keiner fischt und wenn doch, die Küstenwache rufen. Nee. Mit Fischen. Oder, oder nach Schwimmern, nach schwimmenden Leuten Ausschau halten, weil man dann schwimmen darf. Oder nach Leuten, die dann Müll abkippen, weil man dann keinen Müll abkippen darf. Und Leute machen das. Also das war bisher das Beste von euch. Mit Müll. Müll. Die müssen das Müll rausholen. Der Müll, genau, soll Müll reinigen. Genau, ja, genau. Die sollen dafür das Müll rum. Nein! Du kriegst das kostenlos, aber dafür kriegst du so einen Haken und damit musst du dann auf dem Weg den ganzen Müll fischen. Sehr geil. Okay. So, dann mach ich das einmal und dann da habe ich mein Bestes gegeben. Ja, man kann ja schon korrekt sein und da zumindest ein, zwei Säcke rausholen. Je nachdem, ja, wie viel Müll das weiß ich ja nicht. Wenn man schon ein bisschen was entsorgen darf. Oder wieder was entsorgen. Das kann man natürlich auch machen. Erstmal ein bisschen Altöl reinkippen. Oh ja, ups. Oh, dafür habe ich hier, Snickers-Verpackung habe ich ausgefischt. Snickers, mit dem Bock. Ein Strohhalm. Was denn schon geil da an dem, wa? Auf den Snickers hätte ich jetzt auch Bock. Ah, wir haben noch Knoppers hier, glaube ich. Oder hast du die aufgegessen? Da ist, einer ist noch da? Okay. Sehr gut. Oh, wie viel haben wir denn jetzt gemacht? 10? Moment. 8. Und hier haben wir das und ja, 10. Also 9,5 von 10 haben wir an Punkten. Und nach zwei, ist 22 nach, zwei, Uhr. Nach zwei Stunden. Ach, stark. Stark von uns. Das ist schon nicht schlecht. Jo. Sollen wir Schluss machen für heute oder machen wir noch eine? Das überlasse ich euch. Das können wir ruhig noch einen machen. Komm, machen wir noch einen. Nein, können wir. Eine noch. Nein, können wir haben noch keine 20 Uhr. Deswegen, also wir müssen auch die 10 Punkte schon schaffen. Also, eine geht doch noch, Herr Balder. Okay. Dann bleiben wir mal beim Wasser. Nee, okay, warte, dann. Doch, nee, Wasser doch, ist nicht in Ordnung. Wasser ist gut. Okay. Wasser ist tief. Okay. Tief und schmutzig. Aber nur stille Wasser. Okay. Ja, jetzt kommt auch das Sprichwort. Vorher kommt das Sprichwort. Genau. Dann sag mal mit. Als ob. Nee. Ich hätte jetzt gedacht, echt. Krass. Warum muss man sich beim Baden im Fluss Erft, besonders in Nordrhein-Westfalen, in Acht nehmen? Man wird angegriffen vor Piranhas. Nein. Das wüsste ich aber. Weil die Strömungen so stark sind. Und es Unterwasserströmungen gibt und sowas. Im Wasser sind ziemlich viele Glasscherben und die zerfleischen dich. Weil es da Gezeiten gibt, die es sonst nicht gibt. Aber da gibt es Gezeiten. Hä, hey, Gezeiten hast du rüber. Also 20% wurden schon genannt. Müll und Glasscherben. Glasscherben. Also nein. Und tot. Die Strömung, denke ich mal. Nein. Hä? Gezeiten. Nein. Hä? Piranhas. Ja. Das sind Piranhas. Jetzt bin ich noch die anderen 80. So, ich hab genug getan für heute. Jetzt seid ihr dran. Ja, das sind halt Piranhas im Wasser, deswegen solltest du nicht mit offenen Wunden da reingehen. Weil die dich sonst angreifen könnten. Ja, werden die nicht vom Blut irgendwie angelockt oder aggressiv oder irgendwie so? Beziehungsweise geht da nicht der Jagd an das da in dem Dings da oder nicht, Yannick? Ich bin verwirrt. Da können auch Piranhas sein, aber warum? Also, gut, ich würde nicht sagen 20, sondern 50. Ja, ganz sicher 50. Ja, wenn die da jemand ausgesetzt hat, weil er jemand die gekauft hat und nicht halten konnte und dann hat er die. Weil die eine Verbindung haben zu irgendeinem Gewässer, wo halt diese Fische leben. Ich weiß, dass es zum Beispiel im Rhein gibt es einen europäischen Riesenwels. Der kann rein theoretisch gefährlich werden für den Menschen. Rein theoretisch. Wels, ja. Hat er die Kraft, dich runterziehen unter Wasser? Ja, ich glaube, passiert aber ist, aber rein theoretisch macht. Könnte er. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es könnte theoretisch passieren. Weil die halt deinen. Also, im Prinzip, die haben ja einen Riesenmaul. Das heißt, sie können einfach deinen Arm
Weißt du, da saugen die sich fest, dann ziehen die sich unter Wasser. Ja, dann schnippst du den einmal so gegen den Kopf und dann bist du ja raus. Das will ich jetzt. Das sind ja auch so kleine Fische, ne? Und sonst nimmst du Hammer mit. Ja, das ist auch immer ein Hammer beim Schwimmen dabei, ja. Eben. Und immer ein Glückshammer gegen die ins Wasser. Einige haben nicht Felsis, wenn er den. Weil du willst doch wissen, warum da Piranhas sind. Willst du wissen. Genau. Ja, weil die da wohnen. Die haben sich ein Haus gebaut und jetzt wohnen die. Die leben da. Und wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie noch dort. Oder die brüten da, keine Ahnung. Nee. Also willst du wissen, warum die da sind, oder was? Da können Piranhas dann vorkommen, aber warum? Ja, weil die wollen, dass sie nicht leben können. Die können da leben, ja. Was sind bestimmten Gründen? Die werden da gezüchtet. Das ist eine Piranha-Zucht. Da ist die Paarungszeit bei denen. Nee. Auch nicht. Warum sind da Piranhas? Wir haben doch gar nicht das Klima dafür, oder? Ja, darum geht's ja. Warum ist da Klima, dass da auch Fische wie Piranhas? Weil in Deutschland das Wetter eh scheiße ist. Weil da Unterwasservulkane sind. Da ist Erderwärmung. Nein. Erderkältung. Also Wassertemperatur ist selten unter 12 Grad. Deswegen können auch tropische Fische wie Piranhas da sein. Weil da ein Kraftwerk in der Nähe ist und das Wasser erhitzt. Dadurch, dass das gekühlt wird. Nee. Da strahlt einfacher. Die Sonne am meisten. Nee. Was hast du gesagt, Yannick? Einfacher als Kraftwerk. Einfacher. Da fahren mehr Autos, mehr hier. Da fahren mehr Boote. Nee. Die Leute gießen einfach heißes Wasser rein? Nee, das ist einfach, weil so Moment, Sven hat was gesagt, du hast Jörg gesagt? Er hat es so gemacht, ja. Das hat irgendwas mit warmem Wasser zu tun. Also, vielleicht ist das ein Wasserkraftwerk irgendwie und das Wasser wird da irgendwie. Also nicht direkt. Ein Dampf oder irgendwie was? Oh mein Gott, schwimmen die Piranhas irgendwie mit Booten mit, weil die davon mitgetrieben werden? Nee, das Wasser wird irgendwie warm gemacht. Von Menschen. So wie das da steht. Ich glaube nicht von Menschen. Ich löse es schon auf, komm. Also von menschlichen Erfindungen. Ihr habt es gelöst, komm, das reicht. Okay, jetzt habt ihr 10,5 von 11. Ja, so, da wird halt Abwasser eingeleitet und dadurch ist halt die Wassertemperatur immer über 12 Grad und. Ich hab da noch meine Frage. Okay. Ja. Abwasser. Abwasser. Ja. Die Leute baden in Abwasser. Da wird Abwasser immer eingeleitet. Abwasser. Und dadurch ist halt über 12 Grad immer, also selten drunter. Und dadurch können auch andere Fische drin schwimmen. Wieder gefiltertes Abwasser sein. So Bakterien und so wird alles abgetötet. Hoffe ich mal. Trotzdem bin ich jetzt verwirrt. Ich meine, sind die Piranhas dann einfach gespawnt, weil jetzt das Wasser über 12 Grad hatte? Das kann ja nicht sein, die müssen ja irgendwie da rein. Muss ja irgendwie durch ein Schiff mitgetrieben worden sein, ich mein, die Piranhas oder so. Ich kann mir vorstellen, dass die Evolution gesagt hat, okay, jetzt sind hier halt auch Piranhas. Also evolutionär bedingt, aber. Waren die schon immer da? Da war früher mal ein Frosch und der hat sich ins Wasser reingelegt und dann wurde daraus ein Piranha. Ja, eben, keine Sonne. Ja, der ist digitiert oder sowas. Aber finde ich faszinierend, ich wusste nicht, dass wir Piranhas haben in Europa. Ich hätte gedacht, hat vielleicht mal jemand mitgebracht dann, da ausgesetzt. Piranhas gibt's schon seit 2007. Seitdem gibt's Piranhas da? Ja. Da hat man erstmal entdeckt, das sind Piranhas da. Egal. Okay. Da haben Leute die Also weiß man nicht, woher genau die kommen. Okay. Wann nehmen wir noch einmal da? Also, war ja nicht bestimmt. Die wird jemand mal gekauft haben. Ich bin extra nach Nordrhein-Westfalen gefahren, anstatt zum Dönerland, habe ich dann Piranhas da lieber ausgesetzt und bin zurück. Genau. Ja, aber was Mikro hat gesagt, kann gut sein. Piranhas gekauft und ausgesetzt. So. Ja. Ins Klo runtergespült, weil die nicht mehr haben wolltest, sonst hat. Ja, sowas. So, kann ich mir gut vorstellen. Ja, vielleicht liegt auch irgendwo ein Krokodil oder so. Ja. Wer weiß, ich glaube, das hätte man vielleicht mittlerweile gespottet, aber. Muss ich doch Schildkröten die Klo, den Klo runterspülen, oder? Die Ninja Turtles, meinst du? Ja. Nee, stark. Starke Runde von uns heute, muss ich sagen. Also, 11,5, also von 11 Fragen innerhalb von 2 Stunden beantwortet. 2 Stunden 5. Stark. Stark. Nicht stolz auf uns. Genau. Hm. War schon gut gemacht. Habt ihr echt gut gemacht. Und für mich auch ziemlich krass. Leicht gewesen. Kann man einfach ein paar Fragen stellen und muss dann wieder zurücklegen. Jo. Ja.
Wir sind ja gewohnt, dich zu carryen, Yannick. Ja, so ist das. Ihr macht die Arbeit, ich hol die Klicks. Genau, ja, klar. Deswegen mache ich dich. So nehme ich. Ja, Freunde. Dann. Ja, dann danke, dass ihr mitgemacht habt. Und danke für die Einladung, war wieder sehr lustig. Ja, ich bedanke mich auch. Jo. Würde ich sagen, ich wünsche euch was. Nein, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss, tschüss, Chat. Haut rein, tschüss. Schönen Abend, schönes Wochenende. Ciao, Chat. Ciao. 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 Jetzt weg? Alles ist weg. Selbst Mirko nicht. Nein, ich bin noch da. Mirko ist weg. Janneke bei mir Standbild. Oh, jetzt ist es aus. Also. Ich wollte eigentlich fragen, ob jemand noch Golf ein bisschen spielen will, aber. Ja, kann man machen. Deswegen hatte ich Angst, dass der Pal so schnell weg ist und dachte, ich komme schnell fragen, bevor er weg ist. Aber ich dachte, die Kamera war nur aus. Ja, ich dachte mir, Yannick macht ja jetzt bestimmt Abmod und dann ist gut. Achso. Ich dachte mir, war schon überlegt, mach ich denn jetzt? Ja. So, wolltest du weiter streamen oder nicht? Ja, so ist noch weiter gespielt. Dann, ich bin wieder da, Chat. Ich spontan überlegt, was ich da mache. Aber wenn du noch wissen wolltest. Aber ich hab kein Golfit. Wie, du hast kein Golfit? Also, dann kaufst du eben mit deiner Fritz-Cola. Ich hab kein Geld. Hast du nichts? Ja. Ist eine Fritz-Cola aufgegangen. Weißt du, noch Steam aktualisiert werden? Oh, das dauert doch nichts. Ja, ja, dann gehst du noch im Stream und du bist auch noch zu sehen. Bin ich auch noch zu sehen? Also, ja, ich dachte, Yannick hat abmoderiert. Ist mir so interessant. So, so ist auf jeden Fall. Weißt du, Yannick nimmt sich selber raus? Weil das ja. Ich hatte ja meine Cam auch in OBS Ninja und deswegen da bin ich rausgegangen, da war ihr halt noch nicht, deswegen war dir noch zu sehen und ich nicht. Warum hast du deine Cam in OBS Ninja damit reingetan? Damit ihr mich auch sehen könnt. Ah! Das war was? Besser als PC im Winkeln. Jo. Viel Spaß. Jo. Mach's dich fertig. Ach, Sven hat gar kein Golfit? Nee. Oh, muss mich noch schnell holen. Sven, nein. So. Ah, aber vielen Dank fürs Einschalten, für jeden, der am Start war für das kleine, für das etwas andere Quiz als sonst. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, wenn ihr jetzt kein Interesse mehr habt, ein bisschen chillen in Golfit.